Geht! Heute wieder eine nice Runde Elden Ring und Bosses mit dem guten The Sea. Ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert bis zum aktuellen Part. Auf, krankheitsbedingten Ausfällen, sagen wir es mal so. Aber wir sind beide nach wie vor motiviert und haben Bock, euch das weiterhin zu präsentieren. Also, ihr wisst ja, abonnieren, liken, gern gesehen. Und ab rein dafür! Und da haben wir auch schon unsere Map offen. So, großen Husnachfall gehabt, aber alles cool. Ich wollte gerade sagen, man muss sich ja auch wieder bemerkbar machen. Ja, ein bisschen angeschlagen, wie gesagt, bin ich halt noch, aber das wird schon. Ja, muss, alles für die Fans. die gieren. Kleinen gierigen, wie sie immer sind. Eben. Es wurde auch schon nachgehakt, wie es denn mit Podcasts aussieht. Ja, wir können auch natürlich gerne wieder mal einen Podcast machen, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Müssen wir noch dem anderen Pappenheimer Bescheid sagen? Ah, okay. Das stimmt, der da auch noch dazugehört. Ja, wollte keiner, aber irgendwie gehört er ja auch dazu. So sagt die Legende. Mhm. So, und da geht's dann auch bei mir los im Stream. Yippie-ayesh, meine Backen. Alles sehen, dann wollen wir mal anfangen oder weitermachen. Oder erstmal gucken, wo ich überhaupt war. Das weiß ich schon wieder gar nicht. Das ist auch ein Klassiker. Ich muss mal irgendwo bei mir nochmal den Ton umstellen. Ja, das doppelt. Technische Probleme. Ah ja, genau, da war ich stehen geblieben. So, ich habe. Zeigt es jetzt richtig an? Ja, 65 Bosse haben wir schon besiegt. So. Nice. Ah ja, genau, im Vorfeld, falls kurze Hustenanfälle von mir kommen, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber für ein bisschen Elden Ring geht's immer. Naja, fast immer. Aber genau, ich bin bei dem Bellbearing Hunter. Ich probiere den nochmal. Ja, gleich halt ein Nicht-Erfolgserlebnis an. Der war hier ein bisschen stark. Sag mal, Ton. Was soll ich denn jetzt schon wieder sagen? Nee, jetzt gerade wieder am Einstellen. Wo ist denn der hin? So, erstmal ja. Auf die Nacht warten und dann mal gucken, was der Lappen so macht. Ich höre hier noch technische Probleme. Ja, leider. Hä, wieso bist du denn noch da? So, geh weg. So. Wenn du hier bist, kommt der nicht. Wie sehe ich eigentlich aus? Also, jetzt im Spiel. Ich wollte gerade sagen, das sind so allgemein immer gute Fragen. So, jetzt aber. Nicht so schüchtern, lieber Bellbearing Hunter. Ja, jetzt kommt er auch irgendwo. Komm her, du! Gucken. Oh, der Schaden ist ja nicht existent. Ja? Ich muss auf jeden Fall das Spiel mal leiser machen. Ah, die Feineinstellungen kommen gleich. Muss mich jetzt erstmal wieder an das Spielsystem hier gewöhnen, nach dem ganzen Lot aufzufallen. Steuerung ich muss mich und nicht so. Umgewöhnen. Aber man stirbt trotzdem. Ob man sich hier umgewöhnt oder nicht, ist auch egal. Ah gut, vielleicht soll ich nach der ganzen Pause nicht mit so einem Boss gleich anfangen, der eigentlich überhaupt noch nicht in meiner Klasse ist. Da bin ich nur demotiviert. Oh, moin, Sarajin. Welcome back. Was geht? So, System. Falling Star Beast. Das interessiert mich doch hier, Falling Star. Da habe ich Bock drauf. Wer ist das denn? Battle Mage Hugus. Habe ich mich da verschrieben? Was für ein Ding? Ich glaube, der Hugus. Hugus wird der geschrieben. Hux. Ich kenne keinen Hugo. Also, ich huste nicht ins Mikro, der heißt so. Hux. Hux. Er hat einen Anfall. Hugus. Entweder habe ich mich da verschrieben oder die waren auch ein bisschen besoffen bei FromSoft, als sie den benannt haben. Hm, vielleicht auch beides. Na gut, vielleicht warst du auch besoffen und hast dich verschrieben. Ja, das sind vielschichtige Gründe. Aber ich will mir auch noch die Map hier holen. Tschu. Lauf los. Geh weg, Pfiffi. Lass mich in Ruhe. Achso, ich muss ja jetzt hier warten, bis die Schildkröte weg ist. Dann hast du schon mit der geredet? Muss ich vorher mit der reden? Ja, ich weiß nicht mehr. Ich hatte das auch letztens alles gemacht. Ja, du musstest mit der labern. Bis sie wiederholt. Das dauerte eine Weile. Mhm.
Aber die muss halt echt nicht mehr labern und dann kannst du da. So, jetzt. So, jetzt kann ich Sachen bei ihr kaufen. Ich weiß nicht, ob du auch was kaufen musstest. Das ist jetzt wieder ein bisschen Halbwissen. Na, ich glaube nicht. Am Ende ist es wahrscheinlich wieder so, dass man halt einfach random rasten muss, bis halt sie verschwindet. Das war ja bei den letzten auch immer so. Ja. Aber natürlich wie immer nachts. Ja gut, nachts muss natürlich sein, klar. Na klar. Easy. Das ist ja absolutes Basiswissen. Die Schildkröte will ja auch irgendwann Feierabend machen. Ja du, Alter. Überstunden werden nicht bezahlt hier in Elden Ring. Komm ich denn jetzt hier runter? Ja, noch ist du da. Ich bin da, aber ich muss hier irgendwie runter. Wie gesagt, du musst alles mit ihr reden. Ja, hab ich schon. Muss ich halt zur Thematik kaufen. Ja, es, wenn man sich nicht alles durchliest oder anhört. Ich hing da eine Weile. Ach so, wahrscheinlich auch in dem Dialog, weil du kannst ja auch nach wie vor noch mit ihr sprechen dann. Ja, also bist du dir echt sicher, dass du das schon alles... Oh, stell mir doch nicht so schwierige Fragen. Wer ist denn hier so, jetzt? Über Radagon. Ja, genau, das musst du alles immer mit ihr machen. Ja. Das schon eine Weile. Wer ist denn hier jetzt? Ist hier Huguis. Da ist er. Der ist wirklich Huguis. Das ist legit sein Name. Krass. Das ist ein Magier. Gut, Battle Mage ist jetzt auch nicht so... Aua, er hat mir einen Kopfnuss gegeben. Oh, der macht so. Noch was. Mehr hat er jetzt nicht. Kann er mal aufhören? Hm. Ach, ich muss raus. Ja, jetzt ist sie weg. Ja, siehst du, muss dann... Also man muss nichts kaufen. Ja, ja, du musst halt schon mit der alles durchlabern. Man muss nichts kaufen. Ja, das hab ich nicht gesagt. So, wie geht das Spiel nochmal? Ich bin tot. Ich bin auch gestorben. Hugo ist. Der heißt wirklich so. War das war nur eine Nummer zu hoch. Das ist wieder einer dieser Bosse, die einfach unendlich FP haben und deswegen die Spells nur so rausballern können. Gar kein Problem. Was habe ich eigentlich für eine Waffe? Die ist auch schon wieder scheiße. Mann, ich spiele. Warum habe ich mich dafür entschieden, die ganzen Waffen zu nehmen? Ich hatte ja auch mal reingeschrieben gehabt, die Leute sollen mir mal empfehlen, mit welcher Waffe ich spielen soll, aber es kamen keine Kommentare. Voll traurig. Die Schweine. Echt mal. Dann nimm den Dolch. Ich hatte doch bestimmt eh nicht viele Seelen, oder? Ruhen. Aber vor allem das Nervige ist, bei Lords of the Fallen heißt es jetzt Kraft und nicht Ruhen oder Seelen oder sonstiges. Kraft. Hey. Hä? Kann man da nicht sagen, das ist ein einheitlicher Begriff? Mein Gott, er zieht's aber auch durch hier. Der hat mir schon wieder Kopfnuss gegeben. Ach stimmt, das muss ich noch machen. Dich mal nebenbei stellen, damit ich auch sehe, was du da eigentlich fabrizierst. Ja, gerade noch richtig ablosen. Das ist ja in Ordnung. Erst mal wieder hier reinkommen, eine halbe Stunde, glaube ich. So. Was ich mache, brauche ich ja nicht sehen. Ist halt nichts Neues, ja. So, Huguis. Irgendwann ist das auch mal gut, ne? Oh, das war doof. Okay. Aha! Zwei Schläge, bin ich tot. Crazy Dude. Okay, also den Sprungangriff schaffe ich nicht rechtzeitig. Ja, mit zwei Schlägen bin ich auch tot bei dem hier. Hm. Okay, so eine Arschmade. Das wollte ich mal ausprobieren, ob ich einen Sprung auf zwischendrin schaffe. Schaffe ich nicht. Ach, Manu. Was ist eigentlich der Sinn von diesen Evergolds hier, diesen Gefängnissen? Der Sinn, ich glaube, die Leute da eingesperrt zu haben, oder? Aber da kann ja jeder einfach rein. Ja, aber die nicht raus. Und darum geht's ja am Ende, oder? Ja, schon. Aber irgendwie. Ja, aber nein. Das ergibt doch alles keinen Sinn.
Ach so, die Schildkröte ist ja wieder da. Mhm. Sag mal. Ich versuche mal wieder mit Uschi. Uschigatana. So, jetzt müsste es aber wieder... Ich habe nicht getroffen. Nee, ist er nicht. Hm. So, wie konnte man jetzt nochmal Waffe zweihändig nehmen? Also. Erstmal wieder komplett reinkommen. Als hätte ich Elden Ring noch nie gespielt. So, wenn ich das so sehe, hast du es auch noch nie gespielt. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Dass wir hier schon im siebten Part sind. Nicht seine Haltung nicht gebrochen war nach dem dritten Mal, aber naja, gut. Hat vielleicht eine krasse Haltung? Ja, eigentlich war er die ganze Zeit hier nach dem dritten Mal. Er schießt auch was in die Luft. Er tut Dinge. Vor allem, wenn man dann nicht weiß, was passiert. Der hat aber einen Hammer. Verstehen nicht so richtig. Jetzt, mein Gott. Okay, aber auch ganz schön lange, bis er dann endlich mal bricht. Heili, heili. Komm doch, komm doch. Boah, damit habe ich nicht gerechnet. Keiner hat damit gerechnet. So, Hugues. Noch Fragen? Keine. Als hätte er nie was anderes gemacht. Ich war nie weg, ich sag's dir. Also außer die fünf Versuche, die ich eben verkackt habe. Sonst war ich wirklich nie weg, ich sag dir. Macht's eigentlich einen Unterschied, ob ich hier diesen komischen Pfad anwähle oder ob ich die letzte Gnade anwähle? Kannst du es ja aussuchen, oder? Ja, aber dann bin ich ja weiter weg. Was ist das hier? Also macht das im Endeffekt keinen Sinn. Nö. Ja, es ist halt wirklich irgendwie ein bisschen. Wie brauche ich eigentlich zum Aufleveln? 21.000 Seelen? Warum soll ich wieder husten, wenn ich mich so aufrege? Denk an deinen Blutdruck. Ja. Ach, da ist Fallingstar Beast. Ah, natürlich. Okay. Alles cool. Okay. Alles cool. Cool. Hab ich hier noch nie dran gesessen? Interessant. Ein bisschen Rot. Kein Problem. Boah! Jump über die halbe Map. Die Endless-Combo. Also, dass das keine versteckte Wand, das ist wirklich ein Skandal. wie komme ich denn jetzt hier hin? Ich muss hier hoch, oder? Was? Ach, das komische Ding, wo man sich hin teleportieren lassen kann. Ja, genau. Und hier ist so ein, komm ich nicht lang. Bin so fett. Vorlängster Biest drin. Jetzt geht's hier auch nicht durch. Willst du mich verarschen? Ja, du musst oben lang. Du musst dich dann von oben droppen lassen. Aber hier gibt's einen Skip. Den kann ich nicht, weil der ist nicht so einfach. Ich hab's geschafft. Und jetzt nein! Die zweite hab ich nicht geschafft. Den schwierigen habe ich geschafft. Das kann wohl nicht wahr sein. Du bist leiser als ich. Also Pushkin schreibt dir gerade. Leiser als ich. Du bist leiser als du. Wunderbar. Jetzt stell doch mal ein und lass dich da nicht ablenken von dem Gesindel. Scheiße. Was will er denn jetzt? Ja, was will er? Meine Fresse hier. Ja, es ist jetzt gerade eine schlechte Gelegenheit hier. Müssen wir jetzt alle durch. Ich rede doch generell leise. Nein, ab! Ich fühle mich irgendwie gerade nicht bereit für den Bellbearing Hunter. Ja, die sind doch noch nicht ganz so einfach. Und ich habe das Zeit wieder.
Suchst du da irgendeinen komischen Special Skill? Ja, das wollte ich, genau. Da kommt man nämlich. Also, solange ich jetzt gebraucht habe, hat das natürlich keine Zeit mehr gespart, aber normalerweise. In der Theorie. Kommt man da schneller hoch. Wenn man es sofort schafft, kommt man da schneller hoch. Hm. Hä, wer bist du denn? Ich in Ruhe. Der Mönch mit dem Stab, nicht mit der Peitsche. So, einmal versuche ich noch und danach geht's dann weiter. Ja, genau. Schließlich haben wir noch viel zu tun. So, dann quitten wir kurz mal raus, nutzen die Gelegenheit. Während er das Ding da aufschiebt. So, dann lass mich das mal hier ein bisschen einstellen alles. Pushkin ist mein Zeuge. Tja, alles ist schon lange nicht mehr benutzt worden, der ganze Scheiß. Level 75, ich kann hier ein bisschen aufdrehen. Ich glaube, dann wird es bei dir aber auch lauter ein bisschen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, so ist das jetzt ein bisschen lauter, ansonsten muss ich mich hier mal ein bisschen... Ah, Mano, der drückt mir hier einen gerade nach dem anderen rein. Ja, wenn sie drücken, dann drücken sie, da kannst du halt nichts machen. Aber hier, eigentlich habe ich es schon hier aufgedreht. Ist besser. Ja, ich, ein kleines bisschen kann ich noch durchgehen, ich kann auch. Ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Ja, das denke ich mir auch gerade. Trotzdem kriege ich Heilung, Schlag, Treffer. Heilung, Treffer. Ey, dieser dumme Wichser mit seinem Fliegeschwert. Ein Schlag, ne? Ein Flask, ein ja, Schlag, ein Flask. Aber nur so, nicht jetzt. Von mir. Achso, das ist natürlich... So, jetzt Sie müssen auch wieder zurück im Spiel sein. Warum wird denn der eigentlich nicht gestunt? Ja, wunderbar. Alle anderen Gegner werden immer gestunt. Halt, wenn man dreimal mit dem Ushigatana mit dem Special Move zuschlägt, selbst Margit, das Omen. Die haben alle eine unterschiedliche Poise, heißt es im Englischen, also eine Haltung. Ja. Und deine Waffe macht halt eine bestimmte Anzahl und wenn es halt noch nicht überschritten hat, dann breaken die da nicht. Denn nicht Break-Even-Point. Ah, der Mensch ist okay. Ja, dachte sich vor links da Biest auch. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Heute muss ich jetzt wieder durchatmen. Kann ich ja gar nicht mehr. Rennt er jetzt eine halbe Stunde hier durch seine Arena, oder? Der Junge braucht ein bisschen Auslauf. Kommen nicht oft Leute zum Spielen vorbei. Gott, wir haben alles verlernt bei dem. An die Attacken kann ich mich noch erinnern. Ja. Heißt nicht, dass ich hier ausweichen kann. Du kriegst jetzt aber wieder einen mit. Haha. Ach, er macht's ich. Du kriegst einen mit, ich krieg einen mit. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Da krieg ich ihn jetzt, da komme ich jetzt nicht vorne ran, das ist zum Kotzen. Nein, ich wusste, da kommt noch was. Ohohoho. Skill, da kann man mal ein Like für da lassen. Aber bei Twitch nicht, aber egal. Aber hier ein Donate-Gedöns, oder nicht? Ja, genau, da kann man mal 20 Euro spenden. Keiner mag dich vor, Wixabies. Keiner! Aua! Ja, ich über den Kampf kann, ist ja ganz okay. Kannst ihn halt noch nicht, ne? Nee. Ah ja. Mach einen Kopf zu, Junge. Schatten dicht. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Jetzt, genau. Ein davon und repost und damit war es das mit Falling Star Beast. Crazy. Ja, man muss ihn nicht können, man muss einfach. Das Ziel macht einfach zwei Boss in der Zeit, wo ich nicht mal einen halben schaffe. Na gut, du hast aber auch einen schwierigen ausgesucht. Ja, aber den hast du ja schon. Ja, stimmt. Ja, aber Dinge kann man halt ganz gut parieren, deswegen, Ja. Deswegen liegt der mir halt eigentlich auch ganz gut. Außer der andere, den ich eben am Anfang dieser Session probiert hatte, der war ein bisschen zu stark. So,
So, da kann ich mir erstmal meine Cola aufmachen. Lassen wir das. Ah, die mit ihrer Scheiße, wo der Deckel jetzt immer an Flasche dran klebt. Also. Nee, ich fühle mich aktuell noch nicht bereit für die. Voll in die Fresse. Mhm. So, was gibt's denn noch so Schönes? Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wo will ich denn jetzt hin? Crystallian Trio. Ja, Trio T wäre definitiv so was für die Seele. Ah, Night Cavalry. Habe ich den nicht schon? Commander O'Neill. Will ich den? Ich weiß noch nicht so richtig, wen ich jetzt machen will. Ach nee, das war der. Stimmt, hier gab es ja noch einen Night Cavalieristen. Kann ich das eigentlich? Ich kann es doch hier bestimmt auch für die Zuschauer mal dazu holen. Stimmt, Zurani wollte ich ja eigentlich auch nochmal. Hier die Map, so. Ja, das geht hier schon. So, meine tolle Map, die ich mir hier gebaut habe. Oh. Hier ist Commander O'Neill. Ich bin hier gerade. Nee, da bin ich. Genau, Radahn. Radahn ist noch nicht ganz da, wo ich hin will. Ich überlege entweder die drei hier oder O'Neill. Wen soll ich machen? Das Trio oder O'Neill? Das ist jetzt so ein bisschen die spannende Frage, die ich habe. Sir, O'Neill wäre ja gar nicht so. Gute Idee, Pushkin, gute Idee. Ja, würde ich machen. Netter Einwand, wird ab sofort ignoriert. Ja, gib mir, was weiß ich, 20 Stunden oder so, dann bin ich bei dir. Oh, ja, hier gab's ja. Trio. Ich entscheide mich jetzt erstmal fürs Trio. Ich weiß überhaupt nicht, wo die sind. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Hier gab's ja ein bisschen Feuerwerk vom Himmel. Ach, das Trio. Nee, da muss ich erst Radahn besiegen für das Trio. Nee, da komme ich noch gar nicht hin. Gut. Ja, aber Radahn ist ja quasi schon fast erledigt bei dir. Ja, ist ja nicht so schwer. Easy. Genau, je mehr es sind, umso mehr Spaß macht es ja. Mhm. Habe ich nicht irgendwann Feuer mitgenommen oder sowas? Irgendwie? So kennt man das auf jeden Fall bei Elden Ring und Souls. Ach ja, hier gibt's ja Hände. Hier gibt's ja Hände. Ach, gehst du zu Loretta? Ja. Loretta. Ich will ja endlich Rani befreien. Ah ja, stimmt. Aber mit der habe ich schon geredet. Genau, ich glaube, ich muss da irgendwie erstmal langsam nach unten zu Blythe. Das war doch auch irgendwie wichtig mit dem, oder? Ja, das wäre nicht tatsächlich im Gegensatz zu dir auch mein nächstes Ziel gewesen, Einsel mal abzugrazen. Ja. Ach Gott, das gibt's ja auch noch. Ey, so viel ist noch. Ja, also. Was ist das hier? Message? Nee, Message interessiert mir nicht. War hier kein Feuer oder sowas? Hä, hey, hatte der echt kein Feuer? Ärgerlich. Oh, Commander O'Neill war auch nervig, ne? Der war auch nicht so cool. Also, ach so. Ja, mit seiner Schadervollness ist schon. Nein, ich fand den immer nervig. Ja. Man kann ihn aber cheesen. Natürlich kann man das. Ich wüsste auch wie, aber. Na, ja, hau doch mal raus. Frage ist halt, ob ich das so hinkriege. Und ich möchte es ja eigentlich auch gar nicht. Ja, mal hier sieht man es ja bei mir, diese Dinger, die immer hier hochploppen. Hm. Nicht die jetzt hier, aber so eine ähnlichen. Da kann man den immer reinlocken und dann rennt er da immer hin und her. Da steht er, aber ich versuche ihn mal fair and square. Falsch gelaufen. Fair and square. Oh, mein Damage ist jetzt nicht so geil. Ach ja, seine Freunde gibt es auch noch. Huch, wie viel hat denn der? Hat der denn für eine Armee, Alter? Wieso liege ich? Ich liege einfach am Boden. Ich muss kurz heilen lassen. Danke. Okay, aber ein schwerer Angriff, ein normaler. Au! Und einmal O'Neill von der Seite. O'Neill von der Seite. Ey, ihr mit eurem Bogen geht mir ja wirklich auf den Sack. Eine Runde Fahrstuhl fahren. Aber die kommen nicht wieder einfach so, oder? Die Hansels von ihm? Bäh, frag mich doch sowas.
Boah, das ist so nervig, jetzt geh mal weg da! Goldene Saat. Gut, dann muss ich erstmal irgendwie hier O'Neill zu mir herlocken. So. Aua! Aufstehen lassen! Man könnte ja natürlich zumindest hier komplett durchlaufen, wenn ich mich recht entsinne. Im Tod wurde ich jetzt noch gefoilt, ey. Gefoilt hat er mich. Gefoilt. Aua. Was rennt denn hier so ein... Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Wo bin ich gestorben? Da. Ach, da ist O'Neill. Gab's hier nicht irgendwo ein Feuer noch? Oder ist das nur ein... komischer Pfad dann? Ach, fick dich. So. Aua. Ah, ja. Was ist das? Ist das krass? Ich lass mich mal nicht treffen, würde ich vorschlagen. Ich habe mich treffen lassen. Das war mein Tod. Das ist, ist immer schlecht, habe ich gehört. Mhm. Aber ich mache zumindest guten Schaden und... Oha. AOE, okay. Ach ja, Captain Wirbelwind. Ah ja, ich bin auch noch gerottet. Ich weiß noch nicht so richtig, ob das hier eine gute Idee für mich ist. Ja, wie gesagt, ich an deiner Stelle würde erstmal noch ein so. Wird schwierig hier. Was ist das jetzt? Das sieht krass aus. Alter, Junge, jetzt kommen wir alle wieder ein bisschen runter hier. Das war richtig dumm von mir. Einfach mal die Waffe abgelegt, weil ich mit den Tasten wieder nicht klarkomme. Ja, aber... Heilen lassen? Lutell macht das schon. Viele Fragen, wie man immer so hat im Spiel. Viele Fragen, die, wo man nie eine Antwort bekommen wird. Nee, es läuft ja gar nicht. Ach, ist das schön. Nicht nur bei mir. Nicht, dass ich das wünschen würde, also... Nö. Und nochmal aufs Maul. Ah, verdammt, zu spät gedrückt. Und jetzt bin ich wieder tot. Nee. Da sage ich jetzt einfach mal nein. Nein, ich möchte das nicht. Nutzen das wir mal kurz die Kunst. Kann ich America bitte wieder belegen? So, ich möchte ein bisschen was sehen, damit ich den Scheißsachen ausweichen kann. Was waren nochmal Quest. Was musste man da? Musste man da mit dem reden, dem Hansel? Er ist unten in Einsel. Also man muss ihn gar nicht runterpfeifen. Tatsächlich habe ich mir längst mal vor einiger Zeit ein Quest-Video zu Rani angesehen. Ja. So, natürlich, mit der habe ich schon geredet. So, Shiofra River. Okay, da muss ich hin. Genau. Okay, na gut, dann mache ich das doch einfach gleich. Ach, das ist alles anstrengend. Fuck it. Ja. Der hat er mir doch mehr abgezogen als erwartet. Aber der ist mehr als machbar. Also das ist so die Range, wo ich hin sollte. Hier war das doch irgendwo. Da. Ja. Da ist der Aufzug. Dann gehen wir mal runter. Zum ersten Einsel. Ach nee, die haben ja auch unterschiedliche Namen gehabt, oder? Ich weiß gar nicht hier. Shiofra, da will ich jetzt hin. Genau. Shiofra geschrieben. Ich glaube, Shiofra heißt es. Genau, Einsel ist das andere, das nächste Ding dann, ne? Ja, Einsel gibt's auch nochmal. Wenn du krass bist, dann könntest du doch... Ist das nicht da schon mit den zwei Gargoyles?
Nee, die sind noch nicht. Die, dafür muss man erst Radan besiegen. Ah. Das ist, ich kann jetzt aber schon den Hirsch, also den schwächeren Hirsch, ja, besiegen. Den ersten. Kann man da machen. Ja, genau, der Hirsch, der erste. Ist wie so ein schlechter König. Mhm. Hirsch, der erste. So, ich genieße mal die halbe Stunde Fahrt. In der Zeit gucke ich mal, was der gute Urlaub gegen Loretta so macht. Bisschen in das Hinterchen vom Pferd ballern. Das klingt auch schon falsch. Aua, letztes Mal hat er so nicht getroffen. Boah. So, wir genießen die Aussicht hier. So, kein Risiko eingehen. Sagt er und kriegt er aufs Maul. Ja, das ist immer so der Klassiker. Ich spiele jetzt safe. Ja, ja. Aufs Maul geht. Ah. Jetzt kriegt Loretta mal richtig auf den Sack. Oh, machen wir ganz entspannt. Was? Lebt doch! Die lebt doch! Uts, oder ich? Jetzt kommt die Gier, jetzt kommt die Gier. Ah, er hat's geholt. Ich dachte schon, jetzt sehen wir wieder das klassische FromSoft-Prinzip. Ich wollte jetzt auch keinen Schlaf nutzen. Nee, das mussten wir jetzt so austragen. Ja, manchmal hat man so diesen Bruchteil einer Sekunde, wo man sich echt so denkt, das ist jetzt eine Prinzipiensache und entweder du oder ich. Ach ja, kommt jetzt hier nicht auch noch ein Drache? Ja, aber den kannst du ignorieren. Den kann man hier zur Hälfte besiegen, der haut dann ab. Ja. Aber der hat doch dann trotzdem das verlorene Leben später auch. Das weiß ich nicht mehr. Ich hätte gesagt, also nee, aber das bleibt mir nicht. Doch, ich glaube tatsächlich, der hat das. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, der mittlere Turm war das. Der hier müsste das sein. Ja. Danach musste man nochmal mit dem anderen Dulli da an dem Turm reden. Ich habe auf jeden Fall vergessen, meine Seelen wieder zu holen. Das ist ungünstig, sowas. Da muss ich nochmal kurz zurück. Kurze Detour. Ich muss nochmal hier Sachen holen. Das ist so, wenn du gerade angefangen hast, die Reise begonnen und du bist schon auf der Autobahn und dann ist so, ah nee, ich habe meinen Koffer zu Hause vergessen. Alle nochmal zurück. Die Reise beginnt. Auf die Suche nach dem Glück. One Piece. Irgendwie so ähnlich gab's auch. Ja, ja, aber gut erkannt. Ah, ich hab's nicht getroffen. Jetzt. Der ist mit meiner Freundin jetzt ungefähr bei 120. Na, nicht schlecht. Ah. Haben gut durchgesuchtet. Ich merke das schon. Guten Tag, niemand zu Hause? So. Gnade. Hendrik bittet wieder um Gnade. Mhm. Hier gab es auch irgendwo die Rüstung von dem Hundemann. Ich glaube auf irgendeiner Zinne oder so. Wenn du das sagst. War hier nicht auch noch irgendwas Cooles? Wie cool ist immer so relativ, ne? Ja. Oh, hier ist so ein Stein, der war scheiße. Ein scheiß Stein. Somba 5, nice. Somba. Irgendwas stirbt die ganze Zeit. Ich lauf mal weiter. Also, wenn ich hier straight, halb straight, linker Winkel, little straight, semi halb straight laufe. Genau, da wollte ich hin. Da ist doch meine Gnade. Sieben Sätze, danke. So, guten Tag, die Herren. Genau, Shiofra River geht dann weiter. Jofka. Konnte man nicht. Ich dachte, man konnte hier reiten. Muss ich, glaube ich, noch ein bisschen rein.
Ja, hier konnte man reden. Schon gewundert. Ihr interessiert mich hier nicht, oder? Das nicht vier Dullis? Ne, die hat drei. Okay, und der andere war dann unter dem Fahrstuhl. Wenn du mit Blythe schon mal geredet hast, dann ist er auch nicht mal da. Da musst du nur mit zwei reden. Ah. Very interesting. Ja, der hat EG, den Schmiederiesen. Und ja. Celevus oder Seldivius, irgendwie so heißt er ja, den Zauberhaini. Der seine Puppen da aber macht. Ja, man kann auch tatsächlich mit dem Riesen jetzt dann nochmal reden. Der hat dann nochmal neue Infos auch über die ganzen Sachen. Neue Infos, jetzt hast du alles verstanden, ja. So, hier unten ist der Dulli jetzt wieder. Ach so, das war jetzt nur die Abkürzung. Ah, dumm. Eine Leber nehmen wir mit. Eine Leber? Eine Leber. Lecker Leber, frische Leber auf die Tasche. Ich weiß schon wieder selber nicht, was ich hier eigentlich gerade mache. Das sind immer so Sachen, ne? Da verläuft man sich ganz schnell in solchen großen Gebäuden. Ich könnte eine Waffe auf plus 6 leveln, will ich das? Das weiß ich nicht. So im Inventar. Ich habe sogar einen 8er. Ein 9er, wow. Ich könnte eine richtige OP-Waffe bauen. Wenn ich einen 7er finde, könnte ich eine richtige OP-Waffe bauen. Möchte ich das? Ich habe noch eine goldene Saat. Wieso habe ich die nicht hier reingeknallt? Okay. Wo ist denn das hier? Mal gucken, ob ich den dann mache. Achso, nee. 3 brauche ich. 3? Das ist alles ganz schön teuer. Ja, das ist alles ziemlich erwucher geworden hier. N-Ring-Inflation. So, ich mach mal hier Feuer an, ne? Das kann ja nicht schaden. Stört doch niemand, oder? Gucken, ob ich jetzt hinkriege, wo die ganzen 8 Flammen waren. Wahrscheinlich nicht. Nabend. Ich komme in Frieden. Ich sag, ich komme in Frieden. Die dürfen mir nichts tun. So war der Deal. Ja, die stehen bleiben auf dem Pferd, bist du doof? Ich hab gefragt, ob du behindert bist. Ja. Lass mich doch einfach weiter reiten. Ihr sammelt eure Gräser ein. Ist da oben noch so ein Ding? Nee, war da nichts. Jedes Mal denke ich, dass da oben auch noch so ein Turm ist, den ich anzünden muss, aber da ist keiner. Willst du einen Turm anzünden? Nee, diese Feuer, die ich anmachen muss. So, zu welchem Ding sollte ich jetzt am besten? War das der hier unten? Guck mal. Da ist Blei. Aua! Oh, diese Sniper, ich hasse sie so sehr. Ja, yep, nicht nur du. Au. Lasst ihr mich in Ruhe? Bestimmt, wenn du so nett fragst. Nein. Nicht so richtig, die kommen irgendwie mit mir daher. Ja, da bist du. Ne? Schon gehst du weg, ne? Rennst um dein Leben. Ne, da kommt, da greifst du einfach an, random. Hast du Tollwut? Ich? Ne. Ja, hier. Vielleicht, wenn wir schnell reden, geht er klar. Ja, ja. Schön spannend, was du so erzählst. Okay, so, ich habe mit ihm geredet. Okay. Guck nicht so doof. Nein! Aber ja, ich habe jetzt die wieder gefunden, wo es Blinds Rüstung gibt. Daneben. Blinds Rüstung. Ja. Und zwar bei dem ganz linken Turm kann man da auf die Zinne hüpfen und dann kann man sich die da snacken. Aha. Wenn man den Sprung hinkriegt.
Das sind aber ganz schön viele Wenns. Zack, ja. Kriegst einen. Oh nein, ich häng fest. Was ist schon wieder meine Großkotzigkeit? Boah, das wird auch gleich nochmal ein Akt, die ganzen Dinger. Ich glaube, ich mach das auch als nächstes. Es macht so viel Spaß, kannst du nur empfehlen. Mhm. Spaß für die ganze Familie. Ja, geschafft. Ach, den schwarzen Wolfskopf gibt es zumindest hier. So war das. Wenn du dazu sagst. Das sieht zumindest so aus. Wird das schon seine Richtigkeit haben. Da ist auch noch so ein Ding, oder? Wie viel fehlen mir denn noch? Ich glaube, ich habe jetzt 4 angemacht. Habe ich jetzt überhaupt noch hier was groß offen? Nur den Uli da oben. Und da geht's ja dann auch schon weiter nach. Nee, hey, da will ich noch nicht hin. Da kommen wir noch nicht hin. Ach, Deathbird habe ich auch keine Lust. Nee, also Deathbird, da habe ich mich auch absichtlich eben dagegen entschieden. Das Leben ist zu kurz für Deathbirds. Dann mache ich den The Sea nach. Ja! So, ich glaube, jetzt hier oben waren noch 2. Das merke ich mir leider auch nie. Ich meine, ich bin jetzt bei 6 und hier oben waren 2. Weißt du, Wurstpush, gib mir, wenn ich ihn mal jetzt brauche. Wofür brauchst du ihn? Na du, zum Zählen. Ich? Ja, das kann man eh nicht zählen. Da bin ich ja alleine besser dran als mit dem. Also das ja, ob alleine verloren oder zu zweit verloren, ne? Ja, eben, also. Das macht ja nur... Aua, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Oh, hier ist ein Händler. Hast du was Süßes? Händler. Händler. So. Kaufen. Naja. Oh nein, ich hab zugegriffen! Nein! Blöder Gaul, er rennt aber auch volle Möhre in den Abgrund. Ja, ja, das ist nur die Schuld des Gauls. Mhm. Ey, aber wirklich. Aber ich habe alle 8 Flammen angemacht. Andererseits hätte ich die gerne die 16.000 Seelen, die da liegen, hätte ich gerne wieder. Bringt mich ja, vor diesem Problem werde ich auch bald stehen. Ich sterbe kurz. Entschuldigen Sie mich. Mhm. Geht das auch ein bisschen leiser? Nee, es geht nicht leiser. So, und dann gucken wir jetzt mal dem guten The Sea kurz beim Reiten zu. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend hier. Oh, diese Blitzkugeln, lassen Sie mich in Ruhe. Ach ja, die sind ja auch so nervig. Gab es eigentlich für die Gott. Irgendeinen Grund, da zu sein? Also irgendeine Existenzberechtigung? Nee, ich kenne auch keine Lore-Gründe oder so, die rechtfertigen. Die sind einfach nur da, um zu stressen. So, guck mal, habe ich auch noch ein Item übersehen. Deswegen kommt man immer zweimal hier hin. Genau, nur deswegen. Ach nee, du hast recht, jetzt fällt es mir gerade ein mit den Gargoyles. Das passiert ja erst, wenn der Komet einschlägt. Genau. Das dauert noch eine Weile, bis man da hinkommt. Also je nachdem. Kann Radan ziemlich schnell triggern, kann dann schnell dahin. Aber kann man aber schnell sein lassen. Ja, man kann es auch auf später schieben. So, war hier noch irgendwas Spannendes? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Meinst du itemtechnisch oder so? Alter, jetzt schießt ihr mir schon wieder in den Rücken. Der kommt doch gleich nochmal angeschissen, oder? Da oben war. Hier war da auch irgendwo noch ein Boss, aber ich weiß nicht, ob das schon die Ebene war. Was, mein Marker geht sogar bis hier runter. Eine goldene Saat. Ich glaube, da oben, genau da oben war ein Boss. Da weiß ich nicht mehr, wie man da hingekommen ist. Da habe ich schon keinen Plan mehr. Ach so, ja, der erste Drachenblutritter. Ich weiß nicht, ob du so heißt. Aber ja, ich glaube, da kommst du auch erst hin, wenn Radan gefallen ist. Das kann durchaus sein.
Aber... Wo geht's denn hier? Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Du, ich weiß ja doch alle nicht mehr so wirklich. Was ist das hier? Rune Arc. Na, das hat sich ja gelohnt. Hier benutze ich eh nie Dinger. Welche? Diese Rune Arcs. Die kannst du ja benutzen, wenn du irgendwie... Ach ja, wenn du die Seele oder diese, keine Ahnung, die Erinnerung an diesen Boss in diesen Türmen wiederherstellst oder so, dann kannst du die ja benutzen und kriegst dann Fähigkeiten. Die sind schon ganz okay manchmal, aber... Aber es hat mich damals schon so irritiert gehabt, das Ganze, dass ich es einfach direkt ignoriert hatte. Ja, also ich mach sowas, also keine Ahnung. Bin ich mal zu voll für sowas. Ja. Entweder gib mir direkt einen Buff und sag mir, was der bringt, oder lass es. Ich bin ja immer so der Sekiro-Freund. Ne? Gib mir ein Schwert, da ist der Gegner so, ja, so gemacht werden. Punkt aus. Er ist der Sekiro-Freund. So, dann machen wir mal zum Pony. Der kann ja nicht so schwer sein. Der ist eigentlich wirklich nicht schwer, aber... Ah, jetzt habe ich die Karte gefunden. Okay. Wie viel brauche ich eigentlich hier, um aufzusteigen? Ah, noch 3000. Oh, ich bin aus Versehen auf den Kopf gesprungen. Disrespect. Oder? Ja, genau. Das wird doch jetzt nicht so schlimm sein, oder? In Elch-Sprache ist das irgendwie eine Beleidigung oder so? Ich mag auch die mystische Musik und irgendwie, ja, hat irgendwas. Alles ist einfach cool. Mhm. Die Attacke ist die einzige, die ein bisschen nervt, weil ich nicht ganz verstehe, wo die Sachen dahin spuckt. Mhm. Aber ja, ich traust. Er traut sich. Mhm. In den Arsch. So, ich muss mir mal kurz angucken, wo die Dinger sind, weil ich habe jetzt im Gegensatz zu Sissi keinen großen Bock mehr, das auf der Map selbst zu erschließen. Oh, da war ich nicht schnell genug. Fast hitless, aber dann doch nicht. Also fast. Hitless. Was? Das war ja richtig sinnvoll. Und Repost muss man auch hinkriegen, ne? Wäre schon gut. Oh, macht eine Dreier-Kombo, das wusste ich nicht mehr. Kann ich heilen, bitte? Danke. Okay. Zack, zack, zack. Mann! Das war keiner, das da ist einer. Nummer 1, check. Ach ja, ich habe ja die Map nicht, deswegen sehe ich das ja hier unten noch nicht. Hm. Ja, die Map ist aber direkt bei den Feuern da. Ich habe die mich gerade eingesammelt, da weiß ich das noch. Ach, komm her hier, du hast doch eh nicht mehr viel Leben. Nee, hier war nichts. Ach, da ist die Map. Blind? Blind? Ist nicht da? Hä? Ach, da oben ist er. Du musst noch ein bisschen weiterlaufen. Ja, ich sehe ihn schon. Ich hatte kurz Angst. Naja, ist gut, der lässt dich im Stich. Ja. Komm, lass mich den finalen Schlag setzen. So, danke schön, mein Lieber. Ich danke für diesen ehrenhaften Kampf. Namaste. Oder so ähnlich, sagt man. Namaste, was? wo bin ich hier? Wen habe ich jetzt gemacht? Da, Ancestor Spirit. Warum bin ich da? Wieso? Was bin ich hier eigentlich? So, gab es zwischen nicht ein Feuer? Nee. Das wieder dahin, damit ich was sehe. So.
analysiert, wie das Spiel. Wenn man mit ihm geredet hat, muss man mit Selvius reden, ne? Wer war jetzt Selvius nochmal? Na, der war der bei Rani. Ach, der. Der ihm den Todestrank gibt. Ja, genau. Der ist im Turm nebenan einfach. Na. Und mit dem muss man jetzt als nächstes reden. Den Todestrank habe ich sogar schon von ihm. Was, wirklich? Den gibt er mir schon? Ja, den gibt er, wenn du mit allen dreien da geredet hast. Du musst aber auch mit ihm physisch. Echt, in seinem Turm machst du schon. Ja, der ist in seinem Turm auch schon da. Und nachdem du mit seinem Geist geredet hast, kannst du auch mit ihm. Ja, der ist immer da. Oh, ich kann noch einmal leveln. Warum mache ich das eigentlich nicht? Er kann leveln. Intelligenz ist ganz schön gering bei mir. Das ist schon. Tschüss, ja, normal. Naja. Aber. Wir beide mal einmal Intelligenz. So, entladet euch mal, während ich hier dran bin. Kann ich nicht hier das Feuer mal kurz mitnehmen? Oder die Gnade in dem Fall? Weiß auch nicht, wann man jetzt das zweite Mal mit Blind reden muss, weil irgendwas muss man ja auch dann nochmal machen. Der ist ja hier unten erstmal eine ganze Weile. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab nebenbei im Wiki den Artikel offen. Ah. Ich weiß nämlich auch nicht, was man alles machen muss bei der Questline. Hallo. Ja, da ist einer. Da ist einer. Ich akzeptiere, oder? Nee, das sind ja die alle. Ah, das sind die schon für das nächste. Die brauche ich jetzt nicht. So weit kommst du noch nicht hoch, ne? Nee. Das sieht gut aus. Lalala. Leicht verzerrte Map, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ah, du musst nochmal zu Selvius. Ah, okay. Ja, jetzt musst du ihn dann hier über Nokron fragen. Mhm. Das konntest du jetzt noch nicht machen, weil du noch nicht mit Blythe gesprochen hast. Ja. Es kann sein, dass man danach jetzt nochmal mit Blythe reden muss. Also jetzt habe ich das, jetzt muss ich mit Selen reden. Das ist immer irgend so eine Zauberin. Das ist das die, die kann ich dir zeigen, wo die ist. Ich weiß, wo die ist. Aber trotzdem musst du mit ihr reden. Ja, ich habe sie ja auch schon einmal gefunden. Ich weiß, wo die ist, man muss jetzt mit ihr reden. Aber muss man mit ihr wirklich reden oder mit der, die irgendwo... Die gefangen ist, ist, glaube ich, irrelevant tatsächlich. Ja, ne, aber da steht halt auf der Map halt Sorceress Selen. Das ist ein bisschen verwirrend. Da steht zweimal da, aber ich glaube, man kann nur mit der reden, die da am Anfang irgendwo ist. Und das kann sein. Hier, Waypoint Ruins. So, jetzt muss ich mit der reden, ne? Speaking with Selen, genau. Ja, showing her die Einladung, die ich bekommen habe. Die würde mich darüber aufklären, dass Rodan Sachen macht. Ja. Der schlimme Finger. Hier, Letter. Nicht Margarine, sondern Letter. Letter, schon lange nicht mehr gehört, das Zeug. Also, geschweige denn gegessen. Ich fand's früher eigentlich ganz geil. Ja, meine Margarine-Butter-Zeiten fand ich das, glaube ich, auch in Ordnung, aber... Weil das immer so schön weich war. Ist Margarine immer weicher oder ist das Butter? Nee, Margarine ist weicher. Auch wenn die im Kühlschrank ist. Butter ist im Kühlschrank immer hart. Deswegen finde ich das immer nervig. Nervig ist auch scheiße. Rascht man sich ja das ganze Brot mit auf, wenn man sich darauf geschmiert hat. Oder du brauchst halt immer heißes Brot, damit es ein bisschen schmelzen kann. Aber das mag ja auch nicht. Ja, das ist wirklich kacke. So, jetzt habe ich mit Selen geredet. Jetzt ist die Frage, jetzt kann ich wieder zu Blythe gehen
Das triggert Radahns Festival. Okay. Das Festival of Radahn. Gute alte Rave-Show. Okay, nee, habe ich nicht. All the way to trigger the festival. Will ich nicht. Once Radahn has been slain. Nee, so ist er aber allein nicht. Okay, die Frage ist jetzt, man muss ja einmal Rani's Questline machen für alle Bosse und einmal auch Fias Questline. Ja, aber Fias ist, glaube ich, aktuell noch nicht weiter relevant, oder? Ich glaube auch. After resting at a site in Grayson, Altos Plateau oder töte Radahn, was auch immer als erstes kommt. Dann kann man zu Fia gehen und dann gibt sie uns einen Dolch. Okay, also nach hängt Radahn alles mit Radahn zusammen. Genau. Erstmal Radahn killen oder im Altos Plateau ankommen. Hm. War doch immer vorher erscheint bei dir. Na gut. Okay, hier kommt man doch schon hoch. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Oder? Wo bist du? Ach ne, das ist ein Wasserfall. Ich dachte, das wäre so eine Luftströmung. Ist mir jetzt nicht bekannt, dass man da wirklich weiterkommt, aber. Ja, Radahn. Na, für Radahn brauche ich eine bessere Waffe. Da muss ich nochmal gucken. Radahn ist schon ein ganz schlimmer Finger. Ja. Ich habe jetzt immer die ganzen Elden Ring Bingo Battles gesehen, wo die auch häufig Radahn machen. Mhm. Oh nein, jetzt greift die mich an, weil ich einen Teil von Medaillon eingesammelt habe. Scheiße. Lass uns doch mal alles reden. Wir können doch mal reden. Oh Gott! Bam! Schlappe. Erziehungsstelle. Ja, ist halt so. Muss heilen? Okay. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Das ist nicht gesund, oder? Aber ich hab's geschafft. Wupp, wupp. Musst du mir nur einmal die Karte angucken. Hervorragend. Au. Wieso ist denn das kein Parry gewesen? Ich hab's doch gehört die ganze Zeit, das Klangklingen. Klangklingen. Da mach ich die eben klassisch. Mach sie klassisch. Mann. Gib sie Mann, klassisch. Ey. Und wer hat dich jetzt warum angegriffen? Die greift dann an, sobald man eine Hälfte vom Dektos-Medaillon aufsammelt. Okay, und wer war das? Das ist die, ich weiß nicht, ob du meinen Stream hier auch guckst. Der ist gerade. Die, die vor dem Raum hier stand, wo Gideon drin ist. Soll Gideon auch. Ach, die mit der Totenmaske. Ja, genau, hier stand immer eine. Hier ist ja auch ihr Item. Genau, die habe ich nie getriggert bekommen. Die war irgendwann einfach bei mir weg, damals. Weil ich habe mich immer gefragt, wie man die Rüstung bekommt. Ja, du musst sie killen und die greift dich an, sobald du... Ah, das erste Medaillon, ja. Hier, genau, die Hälfte, die ich hier habe, die heiligt ja, die Medaillon. Ja, die fehlt mir auch tatsächlich noch. Sobald du eine dieser beiden Hälften bekommst, greift die dich an. Ja, verstehe. Deswegen, ich hätte bisher immer angegriffen, ich wusste gar nicht, dass sie nicht angreifen kann. Ja, irgendwie muss das ja so sein. Genau, ihr könnt die Zombie 1 und 2 jetzt unbegrenzt kaufen. Sehr, sehr schön. Denn damit kann ich eine Waffe auf plus 6 bringen. Wow. Ah, du bist auch beim Ahnengeist. Ich weiß noch nicht, welche. Welche soll das sein? Dann kann man Radahn mal probieren. Mit einer plus 6 Waffe ist mit Radahn machbar. Ja, wenn du das sagst. Ja, Stormhawk. Damit liegt der schnell. Das sollte klappen. Ich das. Könnte ich jetzt mal auch bitte wieder treffen? Danke. 30 Euro Stärke. Ich könnte nicht machen. Beide nicht würde gehen, die goldene Halbe. Golden Hellbird. Ja, wir nutzen die goldene Halbe. Probieren wir. Bonnie. Der ist so wahr. Mach mal in Reduvia. 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 Crafted Blade Greatsword. Das wird so
hier noch? Moonvale, ach ja, stimmt. Ah, 23 Intelligenz, ja, genau. Kannst du jetzt bitte mal. Muss ich schon specken, wie das Ding. Will ich Moonvale benutzen? Aua. Was ist denn da los bei mir? Nix. Alles gut. Klingt nicht so. Ah, nein. Ah, das war ein guter Einstieg. Dafür, dass ich nur 3 Flasks mit reingegangen bin. Habe ich eine Laval-Tier? Ne, habe ich nicht. Oder? Kann nicht respecten. Könnte ich mir aber holen. Hat schon eine Larve, willst du? Ach, um dich umzuskillen. Ja, genau. Ich will auch mal Moonvale benutzen. Ich glaube, ich würde da mit Moonvale probieren. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Moonvale war... So ein Katana. Ah, ach, das, was du in der dritten Welt findest, quasi. Das Mondschleierschwert. Ja, ja, das wird wohl sein. Larval. Ja, das will ich mir tatsächlich auch noch holen. Ich will es nicht mit Ushigatana unten. Irgendwo muss ich es eingesammelt haben. Irgendwo muss es gewesen sein. Weil ich glaube, dafür musstest du so einen Feuerwurm töten. Wenn du das sagst. Wie immer alle Angaben ohne Gewehr. So, okay, ja, holen wir uns einfach. Ich weiß, was ist. Nein. Oh scheiße, ich habe meine Seelen vergessen. Ah, das ist immer schlecht. 10.000. Ach, da hättest du. Ja, mit dem hätte ich zumindest ein Level wieder gehabt. Ja, das ist schon viel. Jop. Welches Level bist du? Bist du denn? Ja, das ist Stufe 47. 61. Was? Echt? Krass. Da braucht man, ich brauch schon 22.000 Seelen zum Leveln. Na, ich brauch 13. Oh, krass, wie schnell es steigt. Wenn ich so viele Level bin, ich jetzt auch nicht über dir. Ja, damit, aber dass schon ich fast doppelt so viel brauche. Nee. Pferdchen kann man bei dieser schönen Arena nicht nutzen, obwohl das Sinn gemacht hätte. Der Pushkin spielt wieder sein komisches Spiel. Ich wollte gerade sagen, wenn man nicht Bock auf coolen Kram hat, kann man auch bei Pushkin mal vorbeischalten. Wann der hier? Du warst das, oder? Nee. Ey, das gibt's nicht. Jetzt bin ich wieder komplett raus, ne? War doch irgendwo einer, der sich verwandelt. Du? Verwandle dich, los! The job in the room just has a lone sword wielding wandering nobis standing directly east. Warum soll der sich verwandeln? Weil der so ein Bär ist und der droppt so eine Träne, die ich brauche. Wofür brauchst du die Träne? Um umzuleveln. Ah, weil so. Moonvale 23 Intelligenz braucht. Und ich habe eben gesagt, ich habe keine Intelligenz. Ja, stimmt. Weisheit 10. Nee, du nicht. Oh doch, der war's. Ah! Oh Gott, ich hasse die Bären, ganz vergessen. Ja, jeder hasst die Bären. Niemand mag Bären. Also doch, an sich, Bären sind cool. Aber nicht in Elden Ring. Nee. Diesmal nicht. Ja, das dachte sich der Bär hier auch gerade. Ich finde die Musik auch eigentlich viel zu entspannt bei dem Elchvieh. Ach naja, ist mal eine schöne Abwechslung. Ja, das stimmt. Habe ich mich jetzt auch getroffen? So, da hat er tot. Naja, schon ordentliche Level mittlerweile getankt. Nach Wahltier. Mehr wollte ich nicht. Vielen Dank. Damit gehen wir zu Rinala. Ach Mann, warum kannst du nicht diesen kleinen Einschlag überleben?
Wieso würde ich nicht teleportieren? Das ist ein Grund. Was will der jetzt von mir? Fragen. Ich mache ich jetzt platt. Wenn ich es nicht müsste. Hau ihn um. Mann! Ach stimmt, du hast ja noch dein komisches, hässliches Schwert, was du auszusehen hochgelevelt hast, weil du dachtest, das wäre cool. Alter, es klingt ja jetzt so, als wenn das ein schlechtes Waffe ist. Sagst du mir was anderes? Hm? Renala, wenn die anderen Waffen. wie viel Geld habe ich eigentlich? Nur 8000, das ist gar nicht so viel. Ja, ich möchte gerne reborn werden. Born again. Das kann so bleiben und außerdem hätte ich auch gerne bitte Stärke. 23, was weiß noch. Das ist auch 20. So, hier brauche ich 23. Oh, da komme ich ja da nicht hin. Eieieiei. Vier Level muss ich woanders noch klauen. Warum mal hier? Geschick noch eins. Dann habe ich wenig Level. So, 23 Intelligenz, ne? Das braucht es ja. Kann ich weg? Danke. Ich will doch gar nicht mehr. Irgendwie habe ich den gar nicht so flink in Erinnerung. Ja, der hüpft halt manchmal ein bisschen, aber an sich. Der war unnötig. Der ganze Boss ist unnötig. Ja. Ja, was halt auch wieder schade ist, dass es den halt zweimal gibt. Ist auch wieder ein bisschen sinnlos. Ja, das stimmt. Der zweite hat zwar ein paar mehr Fähigkeiten, aber so trotzdem ist es immer noch der. Man hätte ihn zumindest optisch noch mal ein bisschen umgestalten können, ne? Ja. Der andere kann sich halt heilen, so, ja, aber gut, das war's dann halt auch schon wieder. Ja, aber ich meine, kleide ihm zum Beispiel doch ein bisschen mehr Fleisch an oder sowas. Oder halt noch mehr von den Streifen. Einfach nur, dass er sich optisch ein bisschen hervorhebt. Oder das ist hier halt Rehbock, als wir weibliche halt. Oder sowas. Ja. Und der andere ist halt der mit dem fetten Geweih und sowas. Das wäre halt irgendwie nur optisch ein Unterschied gewesen. Genau. Dass es sich halt auch einfach nicht gleich anfühlt. Ja. Das ist alles so richtig, was du sagst. Du auch. Quatsch, war nicht voll. Kann man den eigentlich stunnen? Ja. Also bisher nicht, aber. Ich hab's geschafft, aber ich bin nicht rechtzeitig so im Kopf gekommen, da hab ich's dann nicht gekriegt, ihn zu treffen. Aber es geht. 360 kostet das. Moonwave plus. So. Okay, komm. One more hit. 1000 zählen. So. Sehr gut. Mein ausgezeichnet. Platz. Zeig ihm, wo der Frosch die Locken hat. Ich sagte, ich brauche noch 1000 zählen. Die mich nicht verstanden? Ja, hier Chinesisch oder was? Ah, ansonsten brauche ich jetzt hier nichts unten. Vor allem back already. Ich stand die ganze Zeit vor dir. Bist du blind, oder? Dann schon wieder zurück? Ich war nie weg, du Trottel. Genau. So, jetzt haben wir Moonwell plus 6 und ich muss noch mal kurz zu Blythe. Um mit dem reden. Und dann triggert das Radahn-Festival. Und dann machen wir Radahn. Dann machst du schon Radahn. Wow. Ja, also mit dem plus 6 Waffe sollte das eigentlich schon ausreichen. Ja. Das Ding ist halt, ich bin jetzt relativ nah in Anführungsstrichen bei dir von dem, obwohl, nee, eigentlich nicht. Ich müsste ja das ganze Gebiet halt da, wo du halt bist, noch machen. Ja, du müsstest ja bis ganz zum Schloss erstmal gehen. Ja. Da kommt ja noch einiges. Man denkt, dann erstmal musst du nochmal zu Silivius gehen da. Bin ich gerade dabei. Achso, genau. Und dann musst du zu Seren und dann nochmal zu Blythe und dann ist Rodan getriggert. Wem muss ich da nochmal? Nochmal zu Blythe. Achso, ja. Den musst du mitteilen, dass du jetzt mit allen da geredet hast. Und Saffronia City. Saffronia City. Blythe, wollen wir schnell reden? Wir reden gleich weiter. Ich werde angeschossen. Guten Tag. So, aber ich wollte mir eigentlich auch nochmal. Wo war denn hier auf der Karte nochmal das komische Stück versteckt? Kannst du mir das vielleicht fix sagen? Was versteckt? Die Hälfte der Tafel. Welche?
Ja, die eine, die hier versteckt ist, bei dem einen Männchen drin. Die ist doch hier irgendwo. Die Tafel, um den Aufzug zu betätigen. Dektus-Medaillon. Ja, ja. Die sind alle im Osten. Also die eine ist auf jeden Fall in Fort Hyde. Ist im Osten von Limgrave. Jetzt habe ich eine aufs Maul bekommen. Der eine ist hier unten, das weiß ich noch. Und zwar irgendwo in so einem Schloss auf so einem Turm. Ah, lasst mich mal kurz in Ruhe. Ja. So. Genau. Und die andere war hier doch irgendwo. Eine ist im Südosten. Die war doch unter so einem großen Berg. Nein, die sind beide im Osten. Also wenn du meinst, um diesen großen Aufzug zum Altes Plateau. Ja, ja. Davon reden wir. Ja, ja. Genau. Ja, die sind beide im Osten. Hier drunter? Geh mir auf den Sack, der Junge. Sorry. Ich muss ihn kurz mal killen hier, ey. Der kam mich nämlich auch um die Ecke angeschissen und hat mich angegriffen. So, können wir jetzt vielleicht mal in Ruhe reden. Genau, du musst mal zu Limgrave gehen. Genau, da unten rechts, da ist ja schon unten genau unter der rechten Kante von Limgrave. Da ist Fort Hyde. Hyde, wie es ausgesprochen wird. Das Ding hier. Ja, genau, da gibt es eine Hälfte. Und die zweite Hälfte, die gibt's in Caelid, ganz weit im Osten noch. Da bist du noch nicht gewesen. In der Nähe, wo auch der große Drache liegt. Ja. Also, wo sind wir, die Osten? Da, wo du meinst, ist die eine Hälfte vom Heilig Tree Medaillon, die halt oder die alte Tree. Das meine ich, ja. Ach, das meinst du? Ach so, ja. Okay, dann musst du das auch sagen. Genau, das ist da unten, genau, da drunter ist das. Da, wo bei dem war das. Da ist doch dieses komische Dorf auch irgendwie, was da unterhalb von diesem ganzen Stein. Ja, ja, ich weiß nur nicht mehr genau, wo das Dorf war, deswegen. Ja, du musst einfach nur diese. Das ist eine Feuer, genau, wo du jetzt hingehst. Und da irgendwie so ein bisschen lang fallen. Und dann. Genau, und da ist ja der eine Hanse, der sich da irgendwie versteckt hat oder so. Der muss ja diese eine Vase irgendwie nicht töten, natürlich. Wobei, wenn aber das ist gut, weil das die Tafel habe ich für Radan, weil das ist ja das, was du gerade meintest hier unten, ne? Ne, Dektus hat mit Radan nichts zu tun. Achso, ich dachte, man braucht auch da die beiden. Wofür brauchte man. Ach nee, das eine ist das Tree-Ding für das versteckte Gebiet in Anführungsstrichen, das andere ist für den großen Aufzug nach. Genau, also die sind, glaube ich, jetzt mit ein bisschen Halbwissen, ich glaube, die sind beide halt für diesen Aufzug, diese Medaillons. Mit dem einen geht's halt hoch, der normale Weg zum Altusplateau. Ah. Und mit dem anderen geht's halt runter in dieses Schneegebiet, wo es dann noch weiter Richtung Delenia Heilig Tree geht. Ach, da bleibt. So, sind wir cool? Also. Aber ja, das sieht hier eklig richtig aus. Stimmt, gab's hier nicht auch noch einen Boss? Ja. Oder ist das nur ein Invader? Invader weiß ich gar nicht mehr, aber den Omen-Killer gibt's da oben auch als Boss. Ich glaube, es ist vorbei, ja, du musst da hoch. Genau. Mein Gott, schaffst du es jetzt mal noch hoch? Ja. So, da ist meine Gnade des Vertrauens. Ja. So will ich das sehen. So, dann gucken wir mal, ob wir den Dulli da oben gleich kriegen oder ob wir da mehrere Versuche brauchen. Ja, der ist irgendwie nervig, der Handel da. Ja. Aber er ist tot. Ein toter, nerviger Hansel. Oh, ich habe Alexander schon getötet. Da war ja was. Wer bist du denn? Hä? Ich steh da gar nicht. Bist du blind? Junge Frau, kennen Sie. Bist du blind und stumm? Ich glaube, das ist eine Statue, oder? Red mit mir! Ich kann sie nicht schlagen, hast du mal Glück gehabt. Gewalt gegen Frauen. Ah, damit meint er mich mit Champions. Genau.
Als auch. Nicht euch, ihr Lappen. So, danke für die Hälfte. Jetzt kannst du weiter hierhin vegetieren. 99% haben sich ja nur als Geist hierher getraut. Ich komme hoch zu dir, Jared, oder? Ich glaube, der ist irgendwie Jared oder Jaed oder sowas. Jaedo. Ja? Hier, brauchst du eigentlich nur mit mir reden. Celebration of War. Wow. Ich bin richtig prepared, mein Lieber. Ready as I'll ever be. Oha. Ja, die Sequenz von Redan ist echt ganz gut. Ja. Aua. Das hat der sich auch gerade gedacht in der Sequenz. So, noch ein Treffer. Und ich bin tot. Ich dachte gerade noch so, da kam der Bleed-Proc. Wunderbar. Mhm. Das haben alle gedacht. Alle. Alle Menschen auf diesem Planeten dachten sich schon, das ist es jetzt. Dieses arme Pferd. Aber bei Redan finde ich es halt am allerwitzigsten, dass er ja, weil er immer so größer und schwerer wurde, hat er extra irgendwie Schwerkraft jetzt in Anführungszeichen studiert und gelernt, damit er weiter auf seinem Pferd reiten kann. Dass er halt sich selber leicht machen kann mit Schwerkraft. Zumindest so, dass er halt noch reiten kann. Genau, dass das Pferd das halt nicht merkt. Aber es sieht nicht so aus, als hätte es geklappt. Nee, das Pferd geht irgendwie nicht so gut, glaube ich. Aber Lennart, glaube ich, hieß das Pferd, das hat auch einen Namen. Ich weiß nicht, ob das der Official Name ist oder der Inofficial Name. Das weiß ich auch nicht. Alter, er hat richtig Bock hier. Alter! Jetzt musst du mich anschlagen, aber so fängt sie auch gleich eine. Die eine da ignoriert mich, ja? Du schlägst mich hier? Was ist los mit euch allen? Niemand ignoriert sie. Bleib ist der Einzige, der hier wirklich irgendwie da ist und mich nicht aufs Maul hauen will. So, erledigt. So, den Somba 5 nehmen wir auch noch mit. Und dann... Let the game begin. Was liegt hier noch Schönes? Das können wir uns auch mal angucken. Ist hier sonst nichts? Oh, Smithing Stone. Ja, ein Smithing Stone. Ich war gerade richtig hyped. Hype Train. Ja, der zieht gleich durchs Dorf, wenn ich Redan gemacht habe hier. So. Runenbogen. Nice. Interessiert mich nicht. Was? Hodenbogen? Runenbogen. Hodenbogen. Runenbogen. So, genau. Ich gehe aber mal kurz vorher einmal auf Toilette. Und dann geht er mit Redan weiter. Würde ich mal sagen. Dann mache ich auch mal ein kurzes Päuschen und wir sehen uns alle gleich hier wieder. Machen wir. Dann bis gleich. Bis gleich.
Neben gesprungen. Na gut. Einmal probieren wir das noch, ansonsten weiß ich auch nicht so richtig weiter. Ist Radan doch noch nicht so der nette Fang des Tages? Nein, überhaupt nicht. So, dann müssen wir noch weit genug weg sein. Mein erster Versuch, da war gleich bei Half-Life. Dachte mir so, oh gut, erste Runde, halbes Leben. Das wird schon. Classic Souls-Erlebnis. Ja, genau, das ist einprogrammiert. Und danach jetzt so ein Zehntel habe ich abgezogen, dann war immer Schluss. Das dachte ich mir auch immer bei, tatsächlich sehr oft bei Lords of the Fallen. Hatte ich auch so oft so, oh, jetzt habe ich einen guten Run und danach irgendwie 5, 6, wo ich dann wieder komplett gescheitert bin. Hey, wo ist er denn? Ich sehe ihn halt auch nicht. Ah, das Zweite wollte ich gar nicht trinken. Mal wieder zu unserem Blind kurz. Am Blind Date. Mann! Komm überhaupt nicht mehr zurecht. Regen Sie sich nicht auf, junger Mann. Es klappt. Hä? Alter, ey. Ich glaub falsch. Nee. Lächerlich. Hä? Hey. Stand der hier nicht vorhin? Warum können nicht alle so gechillt sein wie die Schildkröten? Ach, da so. Moin, Kollege. What news? Right. Leave this place to either of us. What news? Right. Leave this place to me. If either of us. Okay. Alter. Dann versuchen wir jetzt unser Glück im Scharlachgebiet. Scharlachgebiet, Kaelid. Ja. Ah, da gibt's wieder so einen Earthstree-Avatar. Und den Magma-Wurm. Da gibt's zumindest halt das Schwert. Der Begierde. Na, gucken wir, ob wir mal beim Baum was ausrichten können. Auch wenn ich nur Semi-Bock drauf hab. Wird immer noch die zweite Phase jetzt zu sehen bekommen. Wow, aber startest gut rein. Wo kommt der nochmal? Da. Könntest du dir Hilfe holen? Nee. Nee. Zu weit kommt's noch. Jawoll, da ist er doch, mein Lieber. Einmal noch Blutungsschaden. Crazy Dude. Aber bei dem werde ich, glaube ich, richtig lange sitzen. Aber eine ordentliche Waffe geht ja schon klar. Und jetzt mit einem Blutungsschaden wieder. Da geht er schon. Da geht was. Aber ja, ich habe jetzt länger gebraucht, als ich eigentlich dachte tatsächlich. Ich dachte, er geht ein bisschen fixer. Boop. Red on. 69 habe ich jetzt. Es war so klar. Ach, die Anastasia.
The red mark was made on the map. Liegen über irgendwelche Leichen mit Items? Mhm. Das ist normal. Speere. Paradan-Speere nehmen wir mit. So, aber wo hier war da oben auch ein Feuer? Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. So, und Wälderin des Vertrauens hat keinen Bock mehr? Wälderin des Vertrauens? Nee, nee, die kommt schon. Doch, da ist er. Ach, bleib, da bist du ja. Habt ihr schon gesucht. So. Stay down. Heiliger Skorpion, Talisman. Wie die Talisman ich bisher so habe. So, was mir ein Schneid mehr zu erzählen, Blythe. Wir können wieder leveln. Was möchte ich denn leveln? Einmal Geschick. Schon Ausdauer. Hätte vielleicht mal auch leveln sollen vorher. Ja, leveln ist immer eine gute Idee. Kann ich nur empfehlen. Würde mich nicht aktuell nicht so bereit dazu. Iji muss ich jetzt reden, aha. Aber hier ist ja noch ein Fire. Das kann ich jetzt dafür mal fix nutzen. Nokron. Ufe aufsteigen bitte, danke. Finger Weisheit sagtest du, brauchen wir dafür. Okay, ich geh mal dahin. Boah, aber 29 Weisheit werde ich wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Das ist schon viel Weisheit, und die habe ich nicht. So, beenden wir mal noch Redans Festival. Hier ist ja noch, auch noch ein Boss in dem Schloss. Ja, ein Doppelboss. Ja, wir alle lieben Doppelbosse. Ja, danke, ihr Lappen, ihr habt nichts gemacht. Deswegen wird man euren Namen auch immer vergessen und sich nur noch... Oh, Scharlachfäule. Ach, die wünscht man auch niemandem. Ist wie Herpes, hast du es einmal, kriegst du es nicht weg. Bitte schön. Ja, der Knacker, der sich von Dark Souls 3 dahin verirrt hat. Ja, sieht wirklich so aus. Ist halt auch so krass, von Redan einfach ein Festival zu machen, wo das Ziel ist, dass er selber einfach getötet wird. Wenn du zeigen willst, dass du der krasseste Barbe bist, dann geht das halt nur so. So, und jetzt weg. Jetzt haben wir keinen Bock auf Scharlachfäule. Reicht nicht so weit, ärgerlich. Aua. Reicht nicht so weit.
mies. Shit. Ich muss mich immer beeilen, den schnell platt mal zu platzen. Ja. Machen. Aber dann steigt der Druck und dann ist. Das ganz schnell vorbei, das Spiel. Naja, das ist leider so. Boah. Nee, na, nicht Scharlachfäule, bitte. Danke. Ich bin nicht geimpft. Ich bin nicht geimpft. Kurz heilen lassen, Crucible Knight, bitte. Mhm. Jawohl, jetzt sind wir wieder im Parry-Modus. Scheiße Scharlachfäule. Ich hätte aber gerne den Repost, nein! Kurz mal heilen. Teilen hat nicht so viel gebracht. Ich fand aber deinen Sprung eben gerade sehr schön. Boah. Ja. Alles eintrainiert. Ja, wenn man heilt, man schafft es ja nicht rechtzeitig, dann setzt einen wieder einen mit. Boah, jetzt kann ich mal nur heilen hier. Ja. Ah, Parries, ich liebe sie so sehr. Na los, ich heil mich auch nicht. Hast du eine Chance? Hast du eine Chance? Na? Wenn du mich damit triffst, hättest du mich töten können, mein Lieber. Aber am Ende gibt's noch den Parry. Ah, irgendwie Crucible Knight habe ich so oft geübt irgendwann mal. Der ist mittlerweile nicht mehr so ein Problem. Und noch ein. Wie weit geht denn die Scheiße hier? Zur Seite, man kann da ganz gut zur Seite rollen. Also ich stehe ja immer nah an ihm dran. Ja. Und dann so rechts an ihm zur Seite rollen. Da trifft er den nicht mehr. Ach. Wie sehr kann er mich im Tod noch fertig machen? Sehr. Die Schweine, so sind sie. Hm. So, wie will ich denn jetzt weitermachen? Was gibt hier so? Putrid Avatar, da könnte ich hingehen. Ja, hier so ein bisschen mich umsehen. Putrid, oh, die sind da. Oh, nee. Hä, hey, wie komme ich denn da hin? Ich dachte, ich verwechsel. Ach, da oben sind meine Rühnchen des Vertrauens. Da, die beiden sollten eigentlich auch noch machbar sein. Knights Cavalry, Drache. Ja, Black Blade Kindred mache ich bestimmt nicht so schnell. Bin doch gerollt. Gehen wir mal da sehen. Ja, hat nicht so viel gebracht, dein toller Trick. Meine Klappe ist immer. Also ich meine, jetzt wirklich das kein Scherz jetzt immer. Ich habe jetzt aber auch nicht zugeguckt, was du gemacht hast, leider. Droll. Die Druckwelle darf sich natürlich nicht treffen. Ach, ist das so? Aber hättest die jetzt das richtig getimt? Ja, ja, das im zweiten Ding ja, aber beim ersten Mal genau. Nein. Also was ich jetzt gesehen habe, war so, hättest du die Druckwelle nicht kassiert, wärst du allem komplett ausgewichen. Ja.
Ja, beim zweiten hätte es auch funktioniert, da stimme ich dir zu, aber beim ersten Mal war das nicht so. Punkt. Ich weiß jetzt nicht, was da kommt. Steh bitte nicht auf meinen Ruhm, danke. Egal, ich hab's. Nichts passiert. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an, Digi. Einfach so dick nennt. Ich glaube, das verletzt auch ein bisschen seine. Ich kämpfe jetzt auch gegen so einen von denen. Wie viele gibt's eigentlich? Es gibt echt viele davon. Also, das finde ich halt. Es ist doch hier alles rigged. Okay, zumindest brauche ich mich jetzt nicht mehr auf meinen Ruhm konzentrieren. Na, nimm mal bitte zwei Teilen bei dir nicht. Vor den dicken Parryen? Nee, kann man nicht parryen. Ah, das war zu gierig, ja. Hält viel aus. Und genau deswegen werde ich ihn weiter probieren. Oh, ist auch nicht so viel Schaden bei deinem da. Na, siehste. Ja. Ich bin der Rolling Man. Boah, wie schlecht will man eigentlich noch teilen? Ich will mal kurz meine Seelen wieder. Danke. Und bin ich wieder tot. Ich will erstmal meine Seelen da rausholen. Kann ich ohne die weiterspielen? Und leveln wir einmal, dann können wir da wieder hin. Brauche ich nicht mal auf die Seelen achten, ich sag sowas. Brauche ich irgendwie so viel? Halt, habe ich bestimmt auch noch die Tasche. Komm gleich wieder zurück. Keine Ahnung. Ficken. Hast du es gesehen? Nee, ich habe gerade einen Sprung hier irgendwie versucht zu schaffen. Das Überleben. Es war nur ein Schlag, der gefehlt hat. Und dann kommt er wieder mit einer Massenkombo und... Manno. Habe ich noch irgendwas auf Tasche, was mir Seelen bringt? Müsste ich doch, oder? Mal hier zwei von. Das ist ja nichts. Oh Gott, brauche ich noch viele. Drei? Wie weit kommen wir da? Ja, reicht immer noch nicht. Aber eine müsste doch jetzt hier genug sein. Könnte eng werden. Ich habe nicht gemerkt, wie viel nach 24.000 kommt. Was reicht? Hier. Na, machen wir noch einmal. So, jetzt können wir den nochmal bekämpfen in Ruhe und Frieden. So. Was? Als ob die mich instant killt. Oh, der macht schon Schaden. Der weiß schon, wie Schaden geschrieben wird. Schade. Grußkarten gehen raus. Grußkarten gehen raus. An all die Verstorbenen. Mann, ich lern's auch nicht in meiner unendlichen Gier.
Nimm man R2 und den Repost, ja. Shit, lebe ich noch? Nein. Ausdauer, jawohl. Sehr schön. Eigentlich mag ich die und eigentlich würde ich behaupten, kann ich die auch ganz gut. Ja, ich weiß. Ich nicht. Oh, die Gier. Ja, hat sich noch nicht ausgezahlt, aber Glück gehabt. Bitte. Der Attack ist immer nervig, wenn man weglaufen muss und man kann ihn nicht sehen. Ich jedenfalls nicht. Oh, das war knapp. Ja, nicht zu null, Digi. Kannst du mir aufhören, nur diese eine Scharlach-Scheiße zu machen? Aber eigentlich jetzt mittlerweile mag ich die ganz gerne. Ja, also ich mag die sehr gerne, weil ich finde, die haben ein ziemlich klares Moveset. Ja. Also zumindest die Scharlach-Attacke. Ja. Doch, Knieder nieder, Verspieler. genau, jetzt können wir wirklich weiter rein. Wo wir gerade hier sind. Ist halt so krass, dass sie immer noch im Osten eigentlich auch das ganze Gebiet ist, wo man gegen Radan kämpft. Blitze in Schlag, Vorsicht. 91, der bringt richtig viele Seelen. Ich habe 90.000 oder so von dem bekommen. Hier rund um Montag, der kam ungünstig. Das sieht nach Tod aus, genau. Ah, nee, noch nicht ganz. Wenn jetzt hier das halbe Gebiet aus Scharlach besteht, ist es halt ungünstig. Ja, wenn er das zweimal hintereinander macht, ist es richtig scheiße. Ja, bei mir hat das jetzt viermal insgesamt gemacht. Oh, bei mir hat das nur zweimal hintereinander gemacht. Und nochmal, weil es schön ist. Oh, was ist los, Spiel? Hast du dich aufgehangen? Geht nicht weiter. Sieht nicht gut aus. Gut, nee, ganz und gar nicht. Spiel will nicht mehr. Ja, hat sich aufgenommen. Gut, dann kriegen wir das einmal. Obwohl, also mal neu. Safe Game Corrupted. Das passt nicht aus. Du hast dein Spiel kaputt gemacht? Ich muss das neu starten jetzt. Ja. Achso. Also ich muss auf jeden Fall starten, weil es sich aufgehangen hat. Ja. Ja, quatsch mal nicht voll. So, gucken, lädt er alles jetzt? Ja. Und wieder nach Norden reiten. Das ist mein Tod, 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 oder auch nicht. Trinken. Nee. Danke, dass du ihn... Halbkreis okay. Dann von ihm wegrennen, da weicht man immer diesen Sterndingern aus. Ja. So, sicher gehen. Jetzt sterben wir doof, wenn wir 90.000 Seelen weg. Ich sehe nichts. Danke. Ach, da war ein Stein. Verdammter Stein. Ja, sie haben die Steine ruiniert.
Scheiße, ungünstig. So, erstmal die Seelen wieder einsammeln. Kommen wir denn hier runter? Ohne Probleme. Da. Ganz ruhig. Hendrik, ganz ruhig. Oh nein. Ich war gerade in meinem Sprung, da konnte ich nicht hingucken. Ich dachte irgendwie, das war so ein Durchhalten. Einen noch. Mhm. Also, ich glaube, es wäre auch einer bis zum Trigger-Moment gewesen oder halt Rechner, aber nein. Ja. Ja, ich will mal alles weiter in Leben pumpen. Neue Nachtkavallerie versuchen. Schießen? Der ist ganz witzig, den schießt, aber ich glaube, ich kann den nicht. Okay. Da muss man schnell rausquitten. Gutes. Ich probier's auch mal. Als ob der mich getroffen hat. Oh Gott. Mal gucken, ob das klappt. Nein! Hätte ich ihn einmal abholen müssen. Du dein Spiel gerade resettet? Wenn man den aggroht, dann macht er manchmal eine Sprungattacke und springt selber rüber. Ah. So spielen wir jetzt. So, das prüfen wir uns nochmal. Jetzt hatte ich einen Aggro. Und jetzt ist halt ein bisschen Glück, weil wenn er eine andere Attacke macht, dann trifft er einen und dann fällt man hier runter. Deswegen muss man schnell rausquitten, wenn man sieht, was so eine Attacke er macht. Damit du halt da stehen bleibst. Genau, ich glaube, ich kann das nicht schon. Aber wenn er gleich die Sprungattacke macht, dann. Ja, wieso ist er denn nicht mehr triggert? Ich bin hier triggert gleich. Na, ich wollte, man fällt einfach so zum Tod. Ah, ich kann's nicht. Ich hab's auch noch nie geübt. Na gut, ich hab's ja erklärt, wie es eigentlich funktioniert. Ja. Muss man schnell rausquitten können. Dann klappt das eben. Aber ich probiere ihn jetzt immer wieder mit normalen Methoden. Es gibt noch einen anderen Cheese, aber der klappt immer, der andere Cheese, der ist aber langsamer. Man muss so eine Wurfdolche oder Kukris halt. Ja. Und spezielle Dinge hinschmeißen, dann rennt er da immer hin und irgendwann fällt er runter. Das sieht auch sehr witzig aus. Da muss man wirklich genau die Position wissen, wo man die Dinge hinschmeißen ja. muss. Aber der hat auch echt viel Leben. Oh ja. Alter, du machst fast gar keinen Schaden. Das kam. Oh, er schon! Gucken wir mal hier. Du weißt auch, dass das Ding eine Fernattacke hat, ne? Ja. Einmal kann ich noch machen. Ich habe keine blauen Flasks dabei. Junge, ey, er ist aber auch hier wirklich wieder gut drauf heute. Eins mal. Ja. Was? Ja, deinen blöden Pony habe ich noch einen mitgegeben. Er ist der Ponyreiter. Och man, er kommt ja immer so angesprungen. Der Richtige, der die ganze Zeit irgendwie hinjumpt. Ja, die machen halt die besten Poise-Damage, diese Sprungattacken. Ha, hast du gedacht, wa? Halleluja. Ist das eigentlich sprungschwere Attacke oder sprungleichte Attacke? Ich mache immer sprungschwere Attacke. Ah.
Oh, das war riskant. Hätte mich killen können. Ey, das... Der zieht so fucking viel ab immer. Ich denke immer so, ja, ich brauche gar nicht rein, aber... Ach nee, das dauert mir so zu lange. Dafür macht der Kampf halt auch keinen Spaß. Ja. Und ich werde jetzt einfach immer, wenn ich einen Schaden genommen habe, irgendwie heilen. Also es bringt nichts, wenn er mich instant immer zweimal killt. Also nach zwei Treffern killt. Ja. Ich sag mal meine Sachen ein. Hier gab's doch auch so einen... So ist klar. Ein Memory Stone oder gab's hier eine Talisman-Package? Das ist alles schon gar nicht mehr. So wichtig muss es sein. Diese kleinen Spasten hier gingen auch auf den Sack. Kleine Spasten sind kleine Spasten. Ging's hier nicht irgendwo hoch? Oh. Aus Versehen gegen eingeritten. Tut mir leid. Wenn ich sage, tut mir leid, heißt das, fick dich. Ficken Sie sich. Einen Drachen. Den würde ich gerne machen. Den Drachen aber will er machen. Ich hab dir was zu lachen. Los, schrei. So. Was? Hier, hallo? Hallo, Herr Drache? Oh Gott, ey, das ist der Brückendrache. Ah, der Brückendrache. Nee, oder? Schöne Ding. Der ist gar nicht so lange gedauert. Ohohoho. Was? Da bin ich ans Feuer gerannt? Ärgerlich. Heilen lassen, danke. Und Schlag abholen. Nee, will er nicht. Oh, da ist ja viel Schaden. Das klang sehr ironisch. Oh Gott, das ist ja nix. Eieieiei. Ich habe ihn schon zweimal getroffen, aber auch, ne? Muss man wissen. Das war nicht nur einer. Mein Gott, der Hugo stellt mich aber wirklich dusselig an. Aber ja, ich vergesse auch immer wieder gern, dass die Waffen hier bis 25 gehen. Ja. Es sieht nicht gut aus hier. Wo soll ich jetzt hin? Was machst du denn da? Komm mal hierher! Ja, sag mal, wo kommst du denn her? Wie kann ich hier sicher stehen? Das war, das also, es sieht auf jeden Fall schön warm aus. Das ist eines von denen, wo es hier unten noch was gab? Machst du da eigentlich so aus? Guten Tag. Also, der sieht also überhaupt nicht sicher aus. Wie? Können wir das jetzt mal wieder bitte richtig machen, junger Mann? Okay, cool. Kopfbock! Hab ich schon mal gefunden. Das war ja richtig. Aber ohne Scheiter ist doof. Ah, mein Pony hat mich wieder in den Tod geritten! Ist das schon wieder das Pony schuld? Ja, wenn der einfach, der rennt einfach los wie ein Ochse.
Ja, komm, einmal probieren wir nochmal, gucken, wie viel Schaden wir jetzt so machen. Aber ich glaube, die Bosse, das sind alles noch nicht mal ganz meine Kragenweite hier. Nee. Wie kommt man denn hier hoch, wenn man nicht teleportieren kann? Na los, trau dich. Natürlich auch nichts, was Schalafäule wegmacht. Okay, ungünstig. Alter. Also ich glaube, den Drachen darfst du noch nicht machen. Oder solltest du nicht. Was? Wieso? Ach, so eine Intuitionssache. Hm? Wo rennst du hin, junger Mann? Trau dich doch. Oder auch nicht. Ja, das ist bestimmt keine Falle. Mann. Was habe ich zweimal nicht getroffen? Ich glaube nicht, dass sich dieses Item lohnt zu holen. Oh. Oh. Nein! Fast den Glitch unabsichtlich geschafft. Wenn der irgendwie auf dem Baum stand, so ähnlich wie bei mir, und wenn er dann runterfällt, bleibt er manchmal in der Luft hängen und stirbt dann da. Ah. Fallschaden, weil er so lange hängen bleibt. Und schon wieder 9000 Seelen verloren. Naja. Boah, ich treffe den einfach nicht. Ich muss mal lernen, den zu treffen. Hilft manchmal. Aber ich finde es halt auch schwierig, den Kopf zu treffen. Bang! Jetzt hat mein Pony erwischt. Mein Pony! Das ist eine Kuh. Jetzt sieht's nicht mehr gut aus für mich. Jetzt ist er wieder da. Und er ist wieder allein. Oh, mein Pony ist ja wirklich gestorben. Ich glaube, wir sind noch so eine kleine Hansels. Oh ne, da habe ich keinen Bock zu kämpfen. Kleine Hansels sind immer nervig. Das Problem kenne ich hier gerade auch. Ach, die sind da unverwundbar, oder was? Die hat er nicht getroffen. Oh, was ist los mit dir? So, ich kill euch jetzt hier alle, weil ihr habt es nicht anders verdient. Und vor allem du. Ah, schade. Ich dachte, da weiß ich aus. Ja gut, das wird hier so nichts. Was ist jetzt dein nächster Boss? Der neben dem Earth Tree. Okay, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß, da gibt es einen, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ja, war auf jeden Fall das Tor zu ihm unter dem Fahrstuhl. Falls dir das deine Erinnerung hilft. Hm, naja. Ja, ja. Der Boss, der da ist, ne? Mit der Leiste da unten. Ja, ja, genau, in dem Dungeon. Hm, der stirbt dann, wenn du ihn oft genug triffst, ne? Und da sind auch ganz viele von diesen kleinen Golems. Ja, genau, die kleinen da, ja, ja. Die sind aber vor dem, ne? Also. Ja, auch zwischendurch. Auch da, auch zwischen. Ah ja, ach, der war das. Ja, ja, das ist nicht nur vor. Naja, aber das ist dieser Tunnel da, ne? Dieser. Genau. Das greifst dann, du mich jetzt eigentlich an? Kommt diese gelbe Wand. Haben wir ein Problem miteinander, oder? Hm. Ah. Den kämpfe ich jetzt bestimmt nicht, ey. Ah, sehr schön. Aber das
stellt mich jetzt natürlich schon. Aber ich habe doch noch auf der Liste. Ich stehe aber wieder hier in einer anderen Zeige. Wo komme ich denn da hin? Ach nee, da, die habe ich auch noch. Und hier, das überhaupt? Nee, die sind ein bisschen zu krass für mich hier. Die will ich nicht. Wie komme ich denn da hin? Scepter und Schwert. Die beiden mache ich gerne. Scepter und Schwert, spielst du Pokémon, oder? Mhm. Scepter und Schwert. Wessen Generation? Das ist nicht so. Pokémon Schild Zepter. Und Schwert. Pokémon Zäpfchen. Ach, Schild und Schwert. Das klang wie so eine Pokémon-Edition. Mhm. Zepter und Schwert. Der kennst du nicht. Ach, was lädst du denn da jetzt so lange? Und nicht wieder abstürzen. Langsam laden ist okay, nicht wieder abstürzen. Okay, alles gut. So, wie komme ich hier jetzt zum Boss? Ja, genau, so ein riesen fucking Bär gleich ist. Sneaky, sneaky. Aua. Nicht aua. Sneaky. Immer den Bär hinterher. Genau, aber dieser Gammel will einfach mal zwei Rehe random in der Ecke stehen. Die wohnen da halt. Ja, ich glaube auch. Leben und leben lassen. Läuft der jetzt an mir vorbei? Läuft nicht an mir vorbei. Hab ich mich erschrocken. Bär des Grauens. Oh Gott, oh Gott. Leben lassen? Heilen. Ah! Na, ich hab aber wirklich gesagt, wir lassen uns leben gegenseitig. Ohne angreifen, haben wir gesagt, heute. Runenbär. Ohne angreifen. Aber dass Bruno sich da auch in diese kleine Felsspalte quetscht, ne? Ja, der kommt überhaupt nicht mehr hier raus. Ich weiß so gar nicht, wie das geht soll. Und wieso lädt das Spiel 100 Jahre bei dieser Scheiße? Was lädt das überhaupt? Das muss doch alles noch ein Zwischenspeicher sein. Eigentlich könnte man das annehmen. So, hat man für die eigentlich irgendeine Taktik? Aua, außer auf die Fresse zu kriegen? Entweder machst du sie normal oder du wirfst den einen mit 5 Crystal Darts, dann kämpft er gegen den anderen. Ah. Meine Fresse, als ob der mich da noch trifft. What? Was ist jetzt passiert? Ich bin einfach gestorben. Einfach gestorben ist er. Ich auch. Neues Leder, ja, 3 Milliarden Jahre, Alter. Kann wohl nicht wahr sein. Die fliegenden Katzen. Habe ich jetzt mal diesem scheiß Bären vorbei? Was ist denn das für ein Kack hier? Ich möchte hier nicht von 10-mal Feuer attackiert werden, bitte, danke. Ach, jetzt komme ich hier easy durch, ne? Toll, jetzt wo meine Seelen weg sind. Oh, Golds Talisman. Wow. Repost, das ist schon mal gut. Das war's jetzt hier? Gut, Google, wie komme ich denn zu diesem dusseligen Boss hier jetzt? So, einer weg. Ein Flask. Übers du. Owen und Caleb. Ja, wow. Shit. Barrow Caleb. Doppel Shit. War noch alles gut. Kraftig. Puh, das wusste ich nicht, dass er sowas kann. Nein! Straftig vor allen Dingen. Wo hast denn den Ausdruck her? Hallo? Sagt man so, da wo ich herkomme? Ja, aus dem Ghetto. Selbst wenn, was weißt du schon vom Ghetto? Ich weiß auch nicht. Bis auf, dass wir im selben Bezirk wohnen. Das Ghetto. So. Was sagtest du für komische Teile brauche ich? Habe ich bestimmt nicht. Chris,
Crystal Das ist halt Wurfs. Nee, verbraucht FP für Werfen, um magischen Schaden zu verursachen. Ich glaube, die waren die Crystal. Wenn du alle fünf auf einen ballerst, dann kämpft der gegen mir. Der Bär! Aber gucken, ob du mir hier nicht irgendeinen Nonsens erzählst. Wieso sollte ich das tun? Das frage ich mich oft. Und schon einen verballert, das heißt, es wird nichts mehr. Oh ja, also ich glaube, es müssten genau funktionieren. Dann kann ich noch weiter probieren mit dem einen. Natürlich ärgerlich. Kann ich mir bestimmt nicht herstellen, weil ich dafür bestimmt dieses Ding nicht habe. Ja, das kann durchaus sein. Hä, wo kommt man denn? Ich verstehe es nicht. So, gucken wir uns mal ein Video an hier. Ja, wenn du schon da bist, bringt mir nichts. Halt die Klappe. Ich will nur wissen, wo es ist. Ich will dir nicht zuhören. So, da bin ich drin. So, rennt da rein. Steht da am Feuer, wie ich. Okay, leg los. Passiert immer was? Ach, man muss ja auch am Feuer sein, um Sachen herstellen zu können. Ja, okay, das kann ich nicht. Nee. Alter, wird mich verarscht. Jetzt zeigt mir nur, wie diese Scheiß mir da gefunden. Hä? Wie ist er denn da gelaufen? Das habe ich bei mir nicht. Das ist eine andere Version. Dieser blöde Bär, ich raste aus. Ach, hier! Oh, bin tot. Aber ich hab's gefunden! Viermal in schneller, ganz schnell hintereinander und dann kämpft ihr auf deiner Seite. Verbrutze ihn doch, warum zählt das nicht? Sehe ich ihn nie. Das ist so offensichtlich, ich jetzt nicht. War das jetzt gut? Spiel hängt kurz mal. I'm still alive, bitches. Also fucking Wölfe machen mich hier, oder was? Ein Flask mehr brauche ich nicht. Also gar kein Flask. Ein Flask und ein Traum, oder? Mhm. Ich bin wirklich gestorben. Oh, Alter, sogar bei Wölfen sterbe ich hier in Kehle. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn wir jetzt noch einmal lang zu gehen müssen, kann ich Kehle am Arsch. Und was lädt er so ewig in dieser Scheiße? Er fliegt einfach die ganze Zeit. Er fliegt. Er fliegt. Ein richtiger Überflieger. Ja, heute läuft es irgendwie der Wurm drin. Ey, heute ist kein Wurm, kein guter Tag. Er wollte heute wieder spielen. Ja. Aber mehr aus als ich dachte. Ach, der macht einen Sprung. Ach nee, weißt du, Kaden, ich hab keinen Bock mehr.
gerade nicht mal so eine zweite Runde Spacken kriege ich hier hin. Also, nee, ich will mir wieder ein bisschen Selbstvertrauen holen. Ich hab keinen Bock mehr. So, ich gehe da hin, kriege ich aufs Maul. Gehe ich zum anderen Boss, kriege ich auch wieder aufs Maul. Keine Lust mehr. Jetzt I'm the one who knocks, ja. Jetzt bin ich mal derjenige, der aufs Maul haut. Jetzt bist du mal der Drücker. Und lass diese scheiß Höhle schneller! Der übersteuert sogar dein Mikro. Ja, ich übersteuere auch hier im Kopf. Dass man krank ist hier, ey. Könnte ja auch theoretisch mal meine Opferlämmer hier mal aufpushen. Aber Opferlämmer. Ja, mir sind sie ja nicht. Ich gehe erstmal. Könntest auch nach Einzeln. Ja, ich überlege jetzt hier mal. Lad mal die Map jetzt. Wieso machen wir alles direkt zum Laden? Ja, die kann ich noch nicht machen. Die kann das später. Death Ray Bird, da habe ich ja schon erst recht keinen Bock mehr drauf. Aua, ich habe mich doch geheilt. Makar wäre eine Option. Da komme ich. Ja, ich könnte zum Altes Plateau jetzt gehen. Ja, wir gehen hier zu Makar Altes Plateau. Den nehmen wir. Ich meine, da hast du jetzt die beiden Dinger für, ne? Also. Ja. Hast du schon den komischen Windwurm da? In dem Berg? Den musst du ja. Ja, genau, da wollte ich jetzt hin. Den muss man nicht machen, man. Braucht halt dieses Dektus-Medaillon, braucht man halt nicht, wenn man den eben besiegt. Ja, aber das Ding ist halt voll Bosse. Ja, eben, deswegen, also das ist, ich muss ja eh hin, von daher bringt mir das Medaillon halt auch nichts, dass ich das habe. Ja, das stimmt. Aber du kommst, ich weiß gar nicht, ob du rückwärts schneller hinkommst als. Das weiß ich auch nicht, aber ich glaube nicht. Weil ich weiß, dass der Weg dahin richtig assi war. Mit den ganzen Fledermaus-Damen und so. Der war richtig scheiße. Hast du eigentlich irgendwas Geiles? Ich ja, du willst keinen Stress, ich will auch keinen Stress. Kompositbogen, was kann man hier so? Ach, ist mir alles egal. Krass. Abend. Die ganze Scheiße fing an, als ich hier Moonwelchs Schwert aufgelevelt habe. Das hat mich gebrochen. Marvel, kriegst du einfach einen mit? Weich dir auch noch aus! Es läuft einfach nichts mehr. Als ob. Das ist ein richtiger Motherfucker. Ich hasse ja auch, wie gesagt, dieses Spielkonzept. Mach es schwerer mit zwei. Ich hasse dieses Spiel. Sag's doch, wie es ist. Nein. Am Ende des Tages sage ich immer noch, Elden Ring ist das geilste Spiel ever. Aber. Naja, ever weiß ich nicht. Naja. Auf jeden Fall, ein ist der geilste, da gehe ich auf jeden Fall schon mal mit. Ja. Oh, müssen Sie mich kurz sterben. Alles gut. Schon wieder. Also mich jetzt im Real-Life. Bin ja nicht gestorben, glaube ich. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wind, Herr Krake. Tja. Mhm. Sagt man dazu, ne? Kann es sein, dass dein Stream gerade hängt oder liegt das gerade an? Ach, was? Ja. Ja, die ganze Zeit die Map. Das, nicht mehr ausgeblendet. Oh nein. Also, das ist jetzt erst seit ein paar Minuten, das ist nicht schon ewig so. Ja, ich habe mich nur gerade gewundert. Ah, ja. Hast du jemanden gelegt? War nicht lange, aber. Hm? Hast du jemanden gelegt? Nein, ich glaube, ich habe hier nichts gemacht. Sehr gut. Ansonsten hätte ich, also, hätt ich jetzt gesagt, ja, gibt keine Beweise, also muss ich nochmal durchspielen. Hättest du wohl gerne. Ich glaube zwar immer noch, dass du denn trotzdem schneller durch bist als ich, aber eine andere Geschichte. Bin ich ja auch noch vergiftet. Wo fährt denn dieser Aufzug, ey?
Ich hab doch nur an die Zuschauer gedacht und hab deswegen die Map mal eingeblendet, damit man sieht, wo ich so, was ja. ich gerade denke. Ich war vorhin so kurz davor und jetzt fehlt schon wieder die Konzentration für den Rest. Das ist alles einprogrammiert. Sagt ihr das? Ja, die wissen, wie man einbricht. Ob es da so Probanden ja. gibt, die dann die Spiele testen müssen, damit sie wissen, wann ein Spiel gebrochen ist? Ja, ich glaube auch. Die sind einfach so dieser Spielerbrechpunkt. Steine. Heads up. Ich glaube, Urlaub hat seinen Endgegner gefunden. Mhm. Nein. Ein Midir 2.0 wird es niemals mehr geben. Echt, Midir war so schlimm für dich, ja? Weißt du auch damals bei 3x30? Das war Calamate. Calamate, ja stimmt, Calamate, sorry, mein Fehler. Ich habe versucht, ihn aus meinem Gedächtnis zu löschen. Nee, zu Midir, das war doch der andere dran, Dark Souls 3, ne? Genau. Zudem habe ich es ja selber nie nochmal geschafft, aber dadurch, dass wir es damals zu zweit, also da habe ich ihn ja, glaube ich, sogar gelegt gehabt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir haben ihn auf jeden Fall gemacht, müssen wir ja. Ja, aber ich bin ja nie über, sag schnell, wie heißt er, The Nameless King hinweggekommen. Ist denn das für ein Scheiß hier? Das frage ich mich allerdings auch. Bitte hören Sie... Doppelbosse sind geil, ne? Einfach schön. Miep. Wer kam nochmal auf die glorreiche Idee? Hey, lass mal Elden Ring alle Bosse machen. Das ist voll cool. Ja, das macht richtig Spaß. Bis zu einem gewissen Punkt. So, jetzt habe ich endlich lebend hochgeschafft. Und wir sind ja noch nicht mal bei den schlimmsten. Ja, eben, es gibt ja nochmal richtige Motherfucker-Doppelbosse. Du wirst dir wünschen, dass das nur diese Deppen sind. Halt. Das ist ein Schmiedestein. Ich quitter jetzt die ganze Zeit raus, ich hab keinen Bock auf den Scheiß hier. Wenn das kein Boss ist, kann ich jetzt hier auf Cheesy spielen, ist mir egal. Oh. Mein Kumpel ist gar nicht tot. Ich dürfte gar nicht auf mich gehen. Das verbietet die Ehre. Erzähl ich noch was Cooles? Gott, piss dich einfach. Ach, ich geh. Ja, ich weiß, ihr habt ihn nicht getroffen, das kann ich sagen. Ja, kenne ich das Problem. So, easy. 4 Quit-Outs, 20 Minuten oder so, und ich hab's geschafft. Ist auch nur leicht vergiftet. Naja, ich reste hier erstmal. Aber hey, du bist jetzt kurz vor dem
Ja, Wulmchen. Bei Makar. Gucken, wie schwer der jetzt wird. Ey, mein Schwert ist doch plus 6, warum nicht so schlecht? Ey, bleib mal hier, wo willst du hin? Ja, sag mal, wo willst du denn hin? Ich konnte ihn reiten fast, ich war fast auf ihn drauf. Ich hab's gesehen. Du hast auf jeden Fall hast du einen Talisman für einen höheren Jump oder so? Nee. Das sieht auf jeden Fall genauso aus. Er ist der Jumpman. Wie gesagt, ich war fast auf ihn drauf. Irgendwie kann man da. Ach, der hat ja so krasse Iframes dann. Ach, jetzt macht er sein Schwert, oder? Jetzt kommt wieder ein Mister, ich treffe einfach nichts. Nein, echt treffe ich. Drei Attacken oder so nicht getroffen. Ah, er trifft auch wieder. Ohne Gegenangriff haben wir gesagt, Makar. Also ich glaube, wenn ich die Beine gelegt habe, reicht es mir auch irgendwie wieder für heute. Auch dann erstmal also keinen gewissen Abstand, um Gottes Willen. Also wir dürfen es auf jeden Fall nicht nochmal so lange schleifen lassen. Aber irgendwie. So, mein Car fällt auch. Ich darf nicht vergessen, das alles abzuhaken. Nicht, dass ich das irgendwann noch vergesse. Und so gebe ich dumm und dussig und finde den Boss nicht. Wie viel brauche ich so ein Level? Ach, 27.000. Sehr gut. Die machst du noch, so gefällt mir das. Dann haben wir noch eine Stunde. So lange wollte ich halt auch nicht machen, ne? Das war... Ja. So, erste Katze gelegt und noch 6, 5 Flas über und sogar mein Buddy lebt noch. Was ist denn hier los? Ja, der tankt richtig hinweg gerade. Ja. Oh, ich darf nicht vergessen, mit Fia zu reden. Ich muss ja deren Quest dann auch noch machen. Also mich irgendwann von der aus sperre. Und mit 4 zu reden. Hol ich auch mal kurz ihre Quest rein. Ja, kostet. Jawohl. Der totale Sieg. Der totale Sieg. Das klingt alles irgendwie immer ein bisschen falsch. Ich weiß nicht. Was? Nein, sag doch sowas nicht. Fia. Ja, wie lange würdest du denn noch machen wollen? Oh, ein bisschen würde ich noch. Okay, also, dann gehe ich mal kurz auf Klo. Ein Stündchen würde ich schätzen ungefähr. Ansonsten mache ich noch mal kurz das Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau, ich mache jetzt nur Quests hier weiter. Nee, nächsten Minuten. Die muss ich auch beide machen, aber so weit bin ich ja noch lange nicht. Also bis gleich. Bis gleich.
Alter, hier ist alles hier in den Arsch geschoben. Das ist echt noch ein guter Kommentar, wenn ich wieder zurück bin. So, Fia hat einen Abgang gemacht. Okay, wunderbar. Hast du keinen Bock mehr auf dich? Ich kann ja nicht vergrauen, alle Frauen. Ich bin auch weiblich. So, wo ist denn der Scheiß, den sie mir gibt? Das muss ich jetzt irgendwie mal noch benutzen oder so, bevor ich den Trick vergesse. Wo ist denn das? Ist das nicht hier gewesen? Da, der Scheiß. Wohin wagen wir uns denn jetzt? Erstmal dahin. So, head to the across the roadside of Grayson, deep root depths. Ja, bin ich noch ganz weit weg. Gut, ich glaube, das war erstmal bei 4, was ich so machen kann. Als nächstes machen wir in Nokron ein bisschen weiter. Nokron geht's jetzt. Nokron. Fingerslayer Blade muss ich da einsammeln. Das ist aber noch ein Stückchen. So. Das sieht schon irgendwie cool aus. Mir auf. Aua. Aua. Das ist eigentlich mal eine nette Begrüßung. Aber nix kann es. Nö, die ist nicht so stark. Oh, wenn man nicht wie ich auf den Perry geiert, sondern normal kämpft, ist die nicht so stark. Und vor allem, Alter, die hat ja gar nichts gegeben an Rühnchen. Nee, die kann ja auch nicht. Wo komme ich denn hier runter? Weiß das jemand? Auch die Rüstung eigentlich von der guten Dame was? Ach, sie sieht, glaube ich, ganz cool aus, aber mehr weiß ich auch nicht. Hä? Irgendwo habe ich einen Weg verpasst, glaube ich. Ach, da geht's weiter. Ja, bin falsch weggelaufen. Classic. Ja, ja. Aber die ist ganz schön schwer. Bist du auch ein schwerer Junge? Nicht so ganz. Nicht so ganz, na dann ist blöd. Komme ich hier hin? Ja, aber. Gute Dame, haben Sie was Schönes für uns? Nö, nö. Es liegt hier noch Schönes rum. Ein random Item. Die goldene Rune. Die Golden Rune? Nokron! Uiuiui! Huch! Oh, jetzt muss ich da lang. Kurz überlegt, ob ich hier lang will. Jetzt muss ich hier. Am Ende, ja. Man auch keine andere Wahl. Am Ende entscheidet dann doch mal das Spiel für dich. Nauseant Butterfly. Alter, hast du gedacht, dass ich da reinspringe, wa? Hier runter? Sieht aber tief aus. Na gut. Eine goldene Rune. Na, wenn die Herren... Oh, da habe ich außerdem was gekauft, weil ich zu schnell geklickt habe. Das passiert immer mal wieder. Ah. Der gibt einem ein Rapier. Interessant. Ja, mit dem habe ich auch gerade geredet. Oder Stufe 8?
Heute gar nicht so kacke, glaube ich. Liegt hier eigentlich noch ein gutes Item? Ansonsten ist mir auch alles egal. Da rennt mir doch schon einer hinterher. Great Shield Soldier Ashes. Aha. Mhm. Das hier noch. Schmiedeschrein Stufe 5. Aua. Boah, ich habe auch rüber geflogen. Bin. Mein Gott. Bla bla bla. Ah, Nokron, das sah schon geil aus. Oh ja, also allgemein diese Untergrundgebiete, das war wirklich ein absolutes Highlight damals. Ja, das ist schon immer noch mega nice. Ja. Hä, wer bist du denn? Er macht einfach alles kaputt. Ach, hier ist so eine Träne noch. Wunderbar. Das habe ich die ganze Zeit verkackt gehabt, damit er sie in die Leere aufnimmt. So. Das kann ich auch. Kleinen Dinger verstärken. Mimiktier. Ja, die hole ich mir auf jeden Fall. Deswegen sollte ich vielleicht doch nicht die aktuellen verstärken. Kann man Fäuste parieren? Ha, man kann Fäuste parieren. Ach, das macht immer wieder Spaß. Ey, ohne heilen haben wir gesagt. Ich heile auch nicht. Ach, du hast den geschießt, indem du keine Waffen anfangs drin hattest? Ja, ich wollte den Spaß haben. Schöner Backstep. Noch ein Parry hinterher. Ah, fast Parry. Dann holen wir uns doch jetzt den Wurm. Und da hat den Pumpkinhead. Oh, ne, erst den Pumpkinhead. Da. Na gut. Bam, bam! Komm her! Nein, ich mach kein Backstep! Komm her! Irgendwelcher Faustkampf. Komm her! Eben. Ganz ehrlich, das ist natürlich nicht, weil ich ein bisschen mehr Leben habe als du, aber egal. Hör auf zu rollen! Das hast du mich jetzt beschmissen. Der schmeißt mich. Hast du den Erd auf dem Boden gefunden oder was? Ach, versuchst du ihn jetzt auch noch zu kloppen? Ja. Du bist ein Assi. Ehrlicher Faustkampf. Mann gegen Mann. Hast du dich auch schon Anfang an getraut? Dafür gibt's keine Beweise mehr. Naja. Ehrlicher Faustkampf. Bam! Oh, noch so eine Träne. Okay. Ich dachte, von dem bekommt man auch schon die Mimiktier. Dachte ich eigentlich auch. Ja, habe ich nicht bekommen. Muss man irgendwo anders noch anscheinend noch aufsammeln. Dann. So, wo ist denn hier der Keller des Vertrauens? Keller des Vertrauens? Da ist der Keller des Vertrauens. Oh, irgendwer ist gestorben. Das ist schön, dass so ein random irgendwas stirbt. Wo will ich noch den anderen Elch mal probieren? Jetzt einen Schmiedestein Stufe 5 bekommen habe. Da hat sich noch wieder viele Fragen. Alter, wie oft treten der sich? Der
weiß auch nicht, wann gut ist. Hammer und Schlegel. Lauf jetzt! Ist das die schlechteste Pokémon-Edition, oder? Mhm. So, bei dem weiß ich aber wirklich nicht mehr aus dem Kopf, wo die ganzen 8 Statuen, Türme waren. Da bin ich zu selten hier. Aber jetzt könntest du den 2 Gargoyles. Ja. Also irgendwo sind die, das stimmt. Ich weiß nicht mehr ganz den Weg. Aber die sind jetzt wirklich nicht mehr weit, das stimmt. Musstest da an der einen Klippe runterspringen. Ich meine ja nur. Da war es auch wieder Scheiße. So ein ja, ja, und vor allem da ist auch wieder so ein schöner, schmetziger Ritter vorher. 2 sogar. Ja, stimmt. So, ich glaube, ich habe 3 Türme jetzt schon. Ich hatte Ringe die 2 Türme, sondern Endring die 3 Türme. Das wären 8. Stimmt. Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich habe die Orientierung verloren. Hallo, Quallenfamilie. Ist einfach irgendwelche random Quallen. What? Ja, ist wirklich so, habe ich gerade gesehen. Kleine Quallenfamilie. Kannst du mir nicht glauben, wenn ich sowas sage. Mhm, will ich auch nicht. Ah, Turm Nummer 4. Vor allem, dass es da keinen Makrelenpfad gibt. Ein was Pfad? Ach, dieser komische Pfad, wo man kein Leuchtfeuer für braucht, sondern halt am nächsten quasi Zwischenstep sich neu laden kann. Ach so. War ich schon immer so ein Wolf? Ja. Den kann ich mich nicht erinnern. Doch, okay. Der war da aber schon immer. Na gut. Er hat schon immer seine Base da gechillt mit seinen kleinen Wölfchen. Ein Döschen? Wölfchen. Er hat doch so ein kleines Wolfsrudel um sich. Ich kann mich null an den erinnern. Haben sie nur für dich nachgepatcht? Ich glaube auch. Ich hätte sie einen halben Herzinfarkt bekommen. War nicht hier auch irgendwo noch so ein Turm? Ich dachte, hier gab es auch noch mal einen. Du alles schon dachtest. Mein altes Gehirn schon wieder alles vergessen hat. Mm. Goldene Rune Level 12, ist gut, ey. Geht doch nicht gut, was ich hier mache. Geh ich da noch dahin? Nee, da war nichts mehr, oder? Nee, da war nichts. Auf der Stelle wenden. Wie komme ich hier weg eigentlich? Ist das geklärt? Kommen wir nicht mehr weg, oder? Nein! Ach, der hat mich doch gar nicht mehr getroffen. Ja, das Gute ist, die können echt nicht viel ab. Ja, dafür nur mit dem Kopf hauen, die Viecher. Dafür hauen die aber ziemlich viel mit ihrem Flegel und ihrem anderen komischen Teil zu. Da ist so ein Dingens, also eigentlich, ach egal. Hä? Bin immer nur falsch geritten. Bin der falsch berittene. Ach so. Wer bist du denn? Wir können das auch friedlich machen. Ich will nur hier irgendwelche Sachen haben. Ancestral Infancy, wofür ist das jetzt? Brauche ich das? Ich jemals wieder weg. So, was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Ah. Nummer 1 ist down. Ich bin so glücklich, das zu tun. Ja. Und Nummer 2 auch gleich. Hier bin fort mit dir. Oder? Hier gab es keine Chance, dass ich anders wegkomme. So, jetzt geht's auch langsam wieder voran.
Beste Schild ever. Ah, shit. Das klang irgendwie nicht so ernst gemeint. Also es ist schon witzig, aber ich meine, gibt es einen ernsthaften Endring-Spieler, der das benutzt? Mhm. Außer halt for the fun. Sind wir ernsthafte Elden Ring-Spieler? Ja, doch schon. Na ja, gut, wenn du das so sagst. Also meine Mama erzähle ich das immer. Das ist nicht nur ein Hobby. Was Elden Ring ist. Mhm. Aha, na gut, na gut. Da ist doch ein Turm, oder? Der sah so turmig aus. Turmi. Ja, ist ja echt aus meinem Augenwinkel erspäht. Müsste der fünfte gewesen sein. Guten Tag, die Herren. Aua. Das ist aber keine sehr nette Begrüßung. Nee, dafür sind die nicht bekannt. Naja. Sollen mal alle ihre Base chillen. kein Leuchtfeuer hier direkt. Oh, hier sind die anderen kleinen Wölfe, du hast recht. Irgendwie kann er nicht. Das geht doch nicht. Geht doch nicht. Muss ich jetzt hier runterspringen? Ach hier, bei Radagon Wolf sind natürlich auch noch. Fehlen noch zwei Türme. Sei denn, ich habe mich verzählt, was aber absolut unmöglich ist. Auf jeden Fall. Ah, nee, es gibt nur 6, kann das sein? Ich habe gerade hier die Nachricht bekommen. Das weiß ich nicht. Wieso weißt du das eigentlich wieder nicht? Aber hier gab es irgendwo noch ein Feuer, das weiß ich noch. Ein Gnadenpunkt. Das Gnadenfeuer. Da ist er doch, oder? Genau. Butz! Gute alte Butz. Ah ja, hier waren es nur 6 Türme. Okay. Wow. Na dann, Hirsch Nummer 2. Mal gucken, wie weit ich komme. So, wo müssen wir lang? Stimmt hier. Ich ignoriere euch einfach mal alle Lumpenpack. Ah, it took an arrow to the elbow. Sieht schmerzhaft aus. Das Horn Gondors wurde geläutet. Geht's hier zum Boss? Es sieht bossig aus. Ach, Damage ist okay. Darf ich mich nur nicht wieder wie ein Trottel anstellen, dann ist das okay. Halt. Auf mich voll da zu bricht er schon zusammen. Ja, jetzt macht die ganze Arena voller Lava, ist okay. Könntest du jetzt mal aufhören mit der Scheiße? Ich will hier einen ernsthaften Kampf führen. Das geht leider nicht. Aber wenn hier alles voller Lava ist, dann ist es schwierig. Das weißt du, das weiß ich. Das ist ansteckend. Ah Mann, ich wusste, er macht ein drittes, aber. Aber es war dir egal. Egal war es nicht, aber ich wusste nicht so richtig, was ich dagegen machen soll. Aber du machst auf jeden Fall gut Schaden gegen den. Naja, der Schaden ist auf jeden Fall gut. Teilt er sich gleich?
Ingelingeling. Jetzt ist er wieder tot. Dieses Mal lasse ich meine Runen hier nicht liegen. Zeigen wir hier mal einen Stagger hier bitte. Ah! Repost aber nicht. One Hit? Crazy Dude. Ich hänge hier ein bisschen unglücklich. Du bist ein bisschen eingekreist. Nicht heilen? Nein, jetzt heilt er sich. Nein, so nah dran. Er heilt sich doch nicht. Trottel. Hättest du machen sollen. Hättest du Header machen sollen. Header machen sollen. Ich sag's, wie es ist. Boah. Da geht's nämlich schon los. Was ist denn los? Er hat mir einen Schwanz mitgegeben. Ein Schwanz? Ancestor Hammer und ich glaube, ich habe ein Mimic hier nicht abgehakt. Den habe ich auch nicht. Den habe ich nicht. Ja, William Gargoyles. Oh, richtig. Ich muss natürlich den Namen schon sagen. Echsenmann. Der gar nichts kann. Diese Bosse denn die Hilfe rufen. Hast du so beide nicht sehen. Getroffen? So, dann holen wir mal für Rani die Finas leer blind. Oh! Oh. Da hat die Kamera mich verarscht. Hier geht's bei 4 weiter. Ach ja, schon, dann muss ich Deep Root Depth Scare mich da wieder hinkommen, weiß ich schon nicht mehr. Okay, also erstmal Fingerslayer Blade. Ah. Dumme Echse, die ich nicht treffe. Manchmal sind es die Großen, die man nicht trifft. Ja. Da, die Kamera will mich wieder trollen. Und diesmal habe ich gesagt, nee, mach ich nicht. Was ist denn das für Zeug, was hier auf dem Boden liegt? Slicker Tierhusk. Ich erinnere mich, niemals sowas benutzt zu haben. Hast du jetzt eigentlich mittlerweile die Mimic? Nee, ich weiß nicht, wo die ist. Hä? Wer bist du denn? Silvertier? Ich dachte eigentlich, die... Ach, die Drohnis, da bist du jetzt. Da müsstest du jetzt auch eigentlich rein theoretisch dann nachher zu dem... Hä? ...großen Dicken kommen. Was? Ach, hier, dem... Drachenblutritter. Ja, irgendwo ist der auch hier, das stimmt. Lass mal aufhören hier. Ich habe unendlich FP und Ausdauer. Unendlich. Das fühlt sich so an hier. Ist das hier auf dem Boden? Eine Lampe. Als ob. Schiebung. Hier runter wahrscheinlich. Ja, frag mich, wo das jetzt alles war, ey. Black Wet Blade. Da hey, kannst du mal aufhören, hier die Map voll mit Lava voll zu spucken? Das macht er aber gern. Guck dir das an. Und nochmal eine.
rechts lang. Ach ja, diese lustigen Murmeln hier mit der Herrollen. Die waren auch irgendwie interessant. Da ist Grace auch nicht drin. Er hat nicht getroffen, als ob. Das Spiel will dich verarschen. So, noch eine Runde. Ah, durchgedasht. Huch, wer bist du denn? Du bist aber groß. So ein Teleporter, wie geht der denn? Fingerslayer Blade. Ah, ja, das ist doch das, was ich brauche. Nee, lass mich mal hier ran jetzt. Randale, Randale. Steh da mit deinem fetten Bein davor. Ja, das denke ich mir auch gerade. Also bin ich entweder weg, wieder zurück. Irgendwann könnte auch mal Blutungsschaden oder halt jetzt genau das droppen. Danke. Okay, dann gehen wir wieder zu Rani. Ach ja, das funktioniert ja nicht. Hast du ihn auch geritten? Ich hab's gesehen. Ja. Hat Spaß gemacht. Die zwei Sekunden. Was war knapp? Oh, ich bin nicht mehr tot gesprungen. Nicht. Oh, und der schiebt mich einfach die Lava, die Sau. Weißt du, er trifft mich schon nicht von sich aus und dann muss auf solche Mittel zurückgreifen. Ja, das ist ein feiges Stück Dreck einfach. Mhm. So, wenn ich ihr Rani das gebe, werde ich aus der Celevis Questline ausgelockt, aber das interessiert mich eigentlich einen Scheiß. Was ich wollte gerade sagen. Der keinen Boss freischaltet, ist ja egal. Eben. Rani! Hallo, Schätzelein. Meine zukünftige Ehefrau. Du weißt schon, dass sie eine Puppe ist. Nee, sie ist ja nur in so einer Puppe gefangen, dann. Am Ende nicht. Ja. Aber aktuell? Ja, das ist ja egal. Gib, 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 gib. Ah, hab dich trotzdem getroffen. Dem letzten Stepper. Ja, der gute Torrent hat mir auch sehen. Oh, wie oft willst du das jetzt hier noch machen? Wieder bis die ganze Map voll ist? Voller Scheiße? Ja. Scheinbar. Den Arsch hat voll aufs Maul bekommen. Das Problem ist halt, finde ich, immer bei der Lava, du siehst halt dadurch, dass sie ja immer so diesen Lava-Effekt hat, geht die manchmal so weit unter die Map, dass du halt nicht mehr siehst, wo sie noch ist. Ja. So, jetzt haben wir das. Und du schreitest immer weiter von mir weg. Ja, stimmt, die ganzen Quests, die wollte gerade sagen, ich mache ja keine Bosse, aber die ganzen Questlines musst du ja natürlich auch machen. Irgendwann. Ja, eben. So, carry an inverted stage, ja, ich bekomme. Ich sehe, can you use the potential to enter the carrying study? Oh nein, absoluter Endgegner da. Wer ist absoluter Endgegner? Okay, lass mich im Dunkeln. Na, in diesem Turm, da ist doch der eine, der. Ach ja. Der muss jetzt diese Statue. Der Magier. Einsetzen. Ich glaube, der zählt ja nicht mal als Boss, oder? Nee, es ist kein Boss. Das ist einfach nur so ein fucking NPC, auch wieder mit unendlich FP. Der den Menschen einfach nur auf den Sack geht. Da muss ich hin. So, die
Herzlich willkommen zu der Carrion Study Hall. Genau. The Top of the Divine Tower. Alter. Aus dem ganzen fucking Turm. Hab ich einen Bock jetzt da drauf. Cool, Item. Ein Schmiedestein. Oh, das ist aber tief runter. So, einen sicheren Weg runter. Ich lebe noch. Freund. Still alive. Na, na, na. It's not over until it's over, sage ich dir. Ja. So, und wir haben jetzt gemerkt, es bringt nichts, auf seinen Kopf einzuschlagen, wenn er in der Phase ist. Oder allgemein anscheinend. Allgemein, ein Kopf macht halt mehr Schaden. Ja, ja, aber wenn er so nach dem Repost, wenn man ihn angreift, ist er unverwundbar. Ja, der hat eine echt lange Recovery-Zeit da, das stimmt. Das dauert echt lange, bis man ihm wieder Schaden machen kann. Raus aus der... Dass der mich da immer wieder reindrückt. Ja, O trifft's gut. So, ich bin jetzt hier, Study Hall. Pedestrian Entrance. So, hier, wa? Mhm. Zack. Also mit Anleitung spielen macht schon Spaß. Ich weiß nicht, welcher Mensch, also ohne Hilfe, wer das wissen soll, immer. Du, ganz ehrlich, für mich ist es nach wie vor das krasseste Mysterium mit dem DSC von Dark Souls 1. Also, ohne Spaß. Ja, weil da hast du auch noch extra dafür Geld bezahlt. Und wenn du das nicht irgendwo googeln kannst, es ist einfach fast unmöglich, das zu finden. Vor allem, stell mal vor, du hast das Spiel gekauft und dann kommt der DSC raus. Das meine ich ja, du hast extra Geld eigentlich dafür bezahlt. Du bist halt einmal durch und weißt überhaupt nicht, wo du was machen sollst, weil du bist ja schon einmal überall gewesen. Und merkt ja immer, dass an einem Golem neu ist. Ja, es ist wirklich. Und dann, wenn du den gefunden hast, und den kann man schon noch sehen, das ist machbar. Und aber wo man das hinbringen soll, also Leute, dass man da hinter die Hydra gehen muss, da denkt ja wirklich kein Mensch dran. Ja. Oh, ich bin tot. Ja, Bruder Leichtfuß ist wieder am Start und fällt einfach mal in den Tod. So, jetzt muss ich den Top hier, wa? Was haben sie denn mit mir reden? Dann arriving at top. Junge, du bist machbar. Curse mark of death. Also muss ich dich auch machen. Ja, der ist machbar. Ich kann auch bluten. Ja, aber das Ding ist, ich bin. Aber auch leicht unfähig. Hey, wie soll ich jetzt hier weiterkommen? Wie gesagt, wenn er halt so in seiner eigenen Schmodder steht. Können alle Spinnenhände sich bitte mal von mir entfernen? So, der war schön. Da ist das Stück Scheiße, ey. Wie du schon guckst. Mhm. Ich weiß noch, beim ersten Durchlauf ging mir so auf den Sack. Ja, fall in den Tod. Fall einfach in den Tod. Nein! Geht das? Nicht, dass ich wüsste. Boah, guck, wie Blut im Schrank. Ich schieße dich einfach. Das ist mir so egal. Du bist ein Stück Dreck. Dich schieße ich auch. Hör auf zu rollen! Ich hab nicht so viele von den Dingern. Ey, weißt du, wie teuer die sind? Hör mal auf jetzt. Gab's nicht ein Dutzend billiger? Nee, nicht so wirklich. Ja, Kabel schön gegen die Wand. Ja. Und den gibst du mir noch mit, ne? Und jetzt kommt noch eine Runde. Einfach, weil du es so gerne machst. Ist klar. Ich schieß dich tot, Alter. Das ist mir so egal mit dir, wirklich. Du schaffst das. Hä, wo ist der jetzt hin? Ist der dahinter runtergefallen? Irgendwann teleportiert er sich. Ja, das stimmt.
Ja, ich habe das damals. Ich habe das damals auch so versucht und nicht hinbekommen. Naja, ich weiß noch, der teleportiert sich irgendwann. Als eine miese Drecksau ist. Das verwirrt meinen Kopf irgendwie, dass das Wasser da oben ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Kann man am Anfang auch überhaupt nicht drauf klar auf dieses Level. Ja. Ah, Spinnenhände! Spinnenhände! Ich den auch schon höre die ganze Zeit hier im Hintergrund. Hey, wer bist du denn? Oh, der hätte so schön sein können. So, jetzt kommt er wieder angeschissen und dieses Scheißfeuer auf dem. Ist diese eine Scheißfacke da, hat mich gerade echt aufgehalten. Jetzt soll ich den da nicht treffen! Oh, du dreckiges Etwas. Schön, dass wir beide an dreckigen Etwas sitzen. Nein, es hat keinen Blutungsschaden nochmal gegeben. Aber ich habe noch normale Wurfmesser, immerhin. Nee, was machst du denn? Was ist eigentlich hinter der Tür? Gibt's hier was Schönes? Ah. Okay. Wie dreckig ich den mache, ey, das ist mir aber so scheißegal. Keine Ehre im Leib. Okay, hier gibt's noch einen Ausgang. Der aber. Nein, jetzt schmeiß die da nicht woanders hin! Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass er noch lebt. Das gibt's doch gar nicht. Da, ich hab noch. Alles, was ich in meinen Taschen finde, mein Lieber, ey. Ja! Glückwunsch an mich. Hier, Spinner, hast du meinen Sieg gesehen? Nee, ich guck mal von oben. Ich glaube, der kommt eh nicht mehr wieder, selbst wenn ich jetzt sterbe. Bin mir relativ. Ja, muss ich aussuchen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, der kommt nur einmal. Ich bin doch drüber gesprungen über deine Schockwelle. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich trotzdem wüsste, wo ich landen muss, ne? Hey, wo ist der Repost? Okay. Wo ist er? Ja, wo ist er denn? So, nur Blutungsschaden, endlich. Na, jetzt natürlich weiß er wieder, sich nicht anders zu helfen. One-Trick-Pony. Warum macht das eigentlich zwei, dreimal hintereinander? Das finde ich halt so das Beschissene an dem Ganzen. Leber, ey, also viele gefürchtete Krieger drehen ganze Türme um und kriegen eine Leber. So, das sollte das Ende gewesen sein von dir. Regenbogenauge. Ja, noch nicht ganz, aber. Ernsthaft?
Ey, das wär's jetzt. Aber nein. Fokussier dich. Straff dich, würde ich fast sagen. Dass der schon wieder... Sobald er in seinen Scheiß... Was? Wer soll ich straffen? Der Dreck. Das ist jetzt nicht passiert. Weil es eine verdammte Potsau ist. Ey, das war so ein guter Run. Ich lese immer noch weiter. Geht mir doch jetzt niemand auf den Sack, oder? So, da kommt doch noch eine Runde. Wusste ich's doch. Ach, hier bist du? Interessant. Die wollte ich mal ein bisschen parieren. Machst du doch bestimmt wieder zweimal, oder? Ja, wusste ich's doch. Ah, noch ein drittes Mal. Ey, das ist das Lächerlichste überhaupt. Ich würde schon sagen, jetzt noch ein viertes Mal. Dann treffe ich nicht. Geht mit Parieren bei ihm. So. Och nee. Klopsi rollt jetzt hier noch ewig. Klopsi? Der Dicke hier. Godskenobo. Der rollt ja dann ewig. Kann es nicht parieren, ich dachte. Macht er seinen Wurf? So, jetzt spielen wir mal hier auf ganz safe. Sagt er und kriegt er aufs Maul. Oh shit. Ah, schade. Na gut, dann rennen wir jetzt an ihm vorbei. Aber gut zu wissen, dass hier auch sein ist, da kann ich parieren. Was? One-Shot, genau. Weißt du, zwischendrin halt keine Attacke irgendwie One-Shot an und nicht mal ansatzweise. Und dann, auch jetzt. Das ist einprogrammiert, du kannst mir erzählen, was du willst, dass er dann einfach nochmal einen raushaut. So von wegen, ja, jetzt hat er ja einen guten Run, der hat noch ein paar Flasks, dann muss er jetzt einfach weg. Aus Gründen. Ja, wirklich. So, also ohne Witz, habe ich auch manchmal den Eindruck, dass dann irgendwie, das geht nicht mit rechten Ding zu. So, jetzt kenne ich dich mittlerweile auswendig. Mir machst du jetzt nichts mehr vor. Bin wir endlich im Fahrstuhl gefangen. So, noch einer. Ja, das ist ein Quadratmillimeter ohne Feuer. Mhm. You can do it if you... Ah, oh, schön auf die Schnauze.
ein. Langsam könnte man wieder hier... Es ist immer, wenn er halt dieses nach oben und sich fallen lässt und ich da halt wirklich ein bisschen zu weit unter ihm stehe, dann ist es ein One-Shot. Ja. Curse Mark of Death, braucht die das nicht auch irgendwie? Wer braucht was? Fias Questline, dieses Curse Mark of Death, was man in Dranis Questline findet, das braucht sie doch auch. Ja, ja, das brauchst du nachher, wenn sie unten in Einsel war, das glaube ich, mit den Ameisen da unten hockt. Dann musst du dir das zeigen. Ja. Aha. Aber muss nicht sofort sein. Ja. Ungünstig. Ja, alles gut, nichts passiert. Falsche Richtung? Lass mich jetzt nochmal schauen. Was wollte ich jetzt machen? Okay, also die Alte braucht das da. Ich muss jetzt hier... Safety-Heilung. Deine Nüsse. Alles gut, verstehen. Friss deine Nüsse. Ah. Ich guck, was ich hier machen muss. Ich will keinen Stress. Schön die zwei schweren Schläge mitgeben. Aufstehen lassen. Okay, so ist er burned. After giving the finger to Rani. EG muss ich reden. Aha. Ach, jetzt kam die Scheiße wieder. Wat? Ich verstehe auch, das ist die Anleitung nicht mehr. Ich verstehe ja auch nichts. Okay, also ich habe jetzt das Ding eingesammelt. Jetzt muss ich wieder zu Rani oder zu EG oder zum lieben Gott. Rani ist aber nicht mehr da. Ich gehe mal zu EG. Jetzt soll ich zu EG, glaube ich. Luigi Monji? Also das war jetzt Ranis eigentlicher früherer Körper, den ich da jetzt gesehen habe. Ja. Aha. Sagst du, oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du die ganze Lore von Rani in- und auswendig kennst. Ja, ich bin ziemlich enttäuscht von dir. Schweinchen Schlauschlau wieder alles weiß. Ah, oder was? Auf jeden Fall. Und Schweinchen Schlauschumpf beendet jetzt endlich diesen. Das habe ich schon mal gehört. Usha. Genau mit so viel Leben. Was? Was? Geköpft habe ich ihn quasi. Jawohl, so geht das. Da hat er ihn. Ah. Ach, da, Moonschleier, den wollt ihr die ganze Zeit haben. Ja. Guten Morgen, Mann. Guten Morgen, Frau. Nee, bist ja auch Mann. Also, guten Morgen. Guten Morgen, Mann. Der guten Morgen, Mann. Was labert der Riese eigentlich? Muss ich ihm zuhören? Ja, nur ich bin der einzige Rani-Champion hier. Okay. Hast du noch was zu erzählen? Ich bin verwirrt. Ah. Ah ja. So. So. Okay, okay. Was brauche ich nochmal, um das Schwert auszurüsten? 23, glaube ich. Brauche ich das? Nee. Ja, EG ist ein bisschen scheiße. Ich sollte ihn nicht. Er ist ein zu guter Schmied. Ich kann ihn leider nicht pushen. Es tut mir leid, aber ich muss ihn am Leben lassen. Was soll ich jetzt machen? Ey, ich bin so verwirrt hier. Das brauche ich doch nicht, oder? Das Ziel Blocking Access to Rani, das ist unmännisch. Ach, dann gibt es jetzt noch den. Ah, jetzt kann ich mir ihre Sachen holen. Aha. List, okay. Muss ich das auch? Weiß ich nicht. Hier ist ja. Rani's Rise. Alter, wie viele tausend Schritte in diese Quest hat. Ey, welcher Mensch soll das wissen? Selbst mit Anleitung bin ich hier schon am Verzweifeln. Was soll ich machen? Wo muss ich hin? Ey, es ging mir aber damals auch so, als ich die gemacht habe, so die ganze Zeit so: Okay, den Step darfst du jetzt nicht vergessen und den, aber irgendwie. Ja. So, lass mich raten, ich habe wahrscheinlich. Verstehen, ich bin eine Frau. Das ist nicht so schlimm jetzt für mich. Kann auch mal zu den Dingen stehen.
Es ist nicht schlimm, wenn ich in Frauenklamotten rumlaufe. Also es wäre auch als Mann nicht schlimm, in Frauenklamotten rumzulaufen, aber es ist noch mal ungewöhnlicher, wenn man als Frau in Frauenklamotten rumläuft. Jetzt bin ich verwirrt. Und was ist, wenn man als Mann in Männerklamotten rumläuft? Das ist schlimm. Das macht man nicht. Okay. Tut mir leid. Wo ist denn jetzt hier die Truhe? Ey, siehst du, diese Selbstmitleidung krieg ich es nicht hin. Reaching the top of the ladder within, you can find a chest. Das stimmt ja gar nicht. 21. Ach nee, ein anderer. Ach Gott, der andere Turm. Was gibt's denn noch einen Turm? Nein. Ich bin bei 11. Uff, das wird eine Weile dauern. Bei 11? Wie 11? Eine Elfe? Wie ist das eigentlich, wenn mein Pferd in Frauenklamotten rumläuft? Wie wird das gewertet? Ist Torrent eigentlich männlich? Ich hätte Torrent jetzt immer als männlich verstanden. Per se? Ne, schon. Der Gaul, männlich. Genau. Trans, ah, stimmt. Na gut, Torrent identifiziert sich als Transpferd. Na gut, dann da kannst du nichts machen. Wenn er das so sieht. Da kann ich nichts gegen sagen. Vor allem er. Ja, da geht's ja schon wieder los. Wie sagt man denn? Und welches Pronomen, mit welchem Pronomen soll ich jetzt eigentlich Torrent ansprechen? Ich weiß es einfach nicht. Die Gäulen. Er, sie, es, sie reden ja auch nicht. They, them, ja, toll. Wo bin ich hier eigentlich? They, Torrent, don't talk. Es gibt mir endlich Ranis Klamotten, ich will Rani spielen. Was? Ach ja, stimmt, du hast einen weiblichen Charakter. Transpferd. Transpferd gewählt, auch gut. Hier ist eine Truhe, so, jetzt aber. Zack, jawoll, Snow Witch. Gib, 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 gib. Hier, nackisch machen. Wie wenig Klamotten ich habe, es fällt mir jetzt auf. Ne, die hat hier nichts, wa? Da sieht er ja gar nichts mehr, oder sie? Guter Sonnenschutz, aber. Geht's hier auch nochmal hoch? Ja, hier geht's auch nochmal hoch. Wo ist eigentlich... Oh, jetzt bleibt er nicht an der Ecke hängen. Oh, ist das gesund dadurch? Schlumpfine, ja, sieht ein bisschen so aus, das stimmt. So, genau. Up on the top of the tower I find a waygate transport to Ainsel River Main. Und da finde ich die Miniatur doll, Narani. Oh Gott, Alter, wie weiß ich, ob sie noch alles, ey. Mann, ey, er muss ja wirklich studiert haben für das Ding hier. Eigentlich sollte es nur einen Weg geben. Aber irgendwie sind mir hier zu viele Marker. Ich sehe die anderen Marker nicht mehr auf der Map. Das verwirrt mich. So, jetzt haben wir die kleine Rani eingesammelt. Klitzekleine Rani. Es ist die klitzekleine Rani. Ja, also die gesamte Rani-Questline, absolutes Basiswissen. Wer das nicht alleine gefunden hat, sorry, dann hast du aber auch nicht richtig gespielt. Du bist halt kein Elden Ring-Spieler, ne? Nee, naja, halt also gar kein Skill. Ja. So, dann reden wir mit Rani, oder? Jetzt willst du mit dir reden, jetzt auf einmal. Klappt ja richtig gut. Rede mit mir! Du redest mit mir, Mädchen. Vielleicht findest du es nicht so geil, dass du in ihren Klamotten rumläufst. Das sieht die doch gar nicht, ich hab gar keine Augen, oder? Ja, ich rede gerne mit den Puppen. Das ist so mein Ding. Ich bin immer hier abends und rede mit Puppen. Aber dich, Rani, hab ich noch nie gehört. Was soll das denn heißen? Du kannst doch bitte sagen, Rani. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Bricht hier keine Puppenzacke aus deiner Puppenkrone. Ich hab gehört, hier irgendwo soll es einen Duelist geben. Als Boss. Boah, Rani. Die ist aber echt wirklich... Das ist toxische Weiblichkeit übrigens, sowas hier, ne? Was die dann? Die mit mir redet. Wie sagst du, ja, jetzt, mein Name ist eh schon besudelt von dem, was du gemacht hast, und ich erwarte, dass du mir jetzt gehorcht hast. Du hast mich besudelt. I plan to, aber noch habe ich nichts gemacht. Hm. Ich habe gehört, hier soll es eigentlich irgendwo einen Boss geben, aber irgendwie. Hm. Ich bin enttäuscht. Also.
Gut, jetzt müssen wir den Shadow von hier Dings da besiegen. Diese Flüstertante. Shadow of Mordor? Die ist halt ein bisschen schüchtern, die redet halt ein bisschen leise. Weil das Witzige ist, irgendwie Rani gibt dann ja auch so eine Glocke. Die könnte man irgendwie in Game of Thrones mit hinterherlaufen jetzt. Shame. 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 Falsch gelaufen. Natürlich. Ah, toll. Ja, du sagst ja auch nichts. Was soll ich denn jetzt schon wieder sagen? Ich rede hier mit Puppen. Ja, eben. Red doch mal mit Menschen. Willst du wirklich auf dem Radstein von jemandem? Oh nein, da hängt ja dieser komische Astell von der Decke oder was auch immer das ist. Diese Motten. Oh Gott, er will mich. Oh Gott. Nee, nee, lass mich in Ruhe. Na, easy, easy, ich hab noch AP. Nichts passiert. Hab ich noch Steinschwertschlüssel, oder? Kann ich noch hoch? Nee, ich hab keinen Steinschwertschlüssel, das ist ungünstig. Flotte Finger. Flott gehoppelt. So nannte man dich schon öfters, ne? Flinke Finger, Rani. Ja, hier sind diese lustigen Ameisen. Wie viel Schaden mache ich denn gegen eine? Das geht. Ich könnte. Oh, da kommt noch eine. Oh nein, sie wollen mich. Ich komme nicht vorbei. Panikrollen helfen immer. Heilen. Das glaubt er wirklich. So. Jetzt, wo muss ich denn lang? Entschuldigen Sie? Goldene Rune. Da geht's weiter, oder? Meine Fresse. Immer der Strömung nach. Haben wir doch gelernt, immer dem Fluss folgen. Ja, so ungefähr mache ich das hier auch gerade. Okay, Kadett, weil es ja so viele Flüsse gibt. Ja, und ich so viel Orientierung habe. Noxtella, Eternal City. Die gibt's auch? Wo bin ich? Wer bin ich? Und wie viele? Und warum? Ja, warum so viele? Wer schießt hier eigentlich mit magischer Scheiße auf mich? Kann ich hier reiten? Natürlich nicht. Alter, ich habe so keinen Plan, wo ich jetzt lang soll. Welcome to my world. Geh einfach mal hier oben lang. Ich renne jetzt hier durch, hier gibt es eh keinen Boss. Falls ihr mich durchrennen lasst. Aua, da geht's schon los. So, gibt's hier überhaupt irgendwas oder? Hier gibt's gar nichts. Warum bin ich denn hier? Wieso? Wieso sind wir eigentlich hier? Ja. So. Ich lauf mal weiter hoch, ne? Immer weiter. Ist hier was Schönes? Nee, das interessiert mich nicht. Da muss ich nicht lang. Oh nein, diese Murmel. Da ist sie. Die ist so ein Troll. Ja. Da bist du. Ja, weißt du, jede Geschichte aus Ranis Leben herbeten können, aber nicht wissen, wo ich jetzt hier bin, oder? Da kommt sie. Das ist so ein bisschen der Wie, wer, wo, was, hau ein bisschen hinzu? Tja. Hallo? Nur du und die Kugel. Ich werde von Kugeln entführt. Muss ich die jetzt töten? Ah! Wäre vielleicht ganz angebracht. Oh Gott, roll! Oh Gott, Herr Blut, du bist so unnötig. Ah, ja, das habe ich auch gemerkt. Meinst du, man kann die staggern? Und dann Repost machen bei dir? Vielleicht. So. Schnabuletto! Oh, noch eine Träne hier. Ach, jetzt ist die Tür offen, auf magische Art und Weise. Und da kommt gleich nichts angeschissen, das ist doch alles ein Witz hier. So. Jetzt komm doch mal hierher. Kommen? Ach ja. Die Rune nehmen wir noch.
hier? Ist wieder eine Falle? Nee, noch nicht. Oh, hier sind ganz viele Blitze. Ich will nur Items. Alles gut. Ich will keinen Stress. Hm. Ich bin nur auf der Suche nach seltenem Loot. Sombra Smithing Stone 7. Nice, damit könnte ich meinen scheiß Mondschleier noch weiter aufnehmen. Töte dich einfach mal auf, wenn ich nicht weiß, was du mir bringst. Kannst du mal schön knicken. In deine Scharlachwolke werde ich nicht reinsteppen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boah, ich bin drauf, ich muss einen 9 bringen. Insanity. Krass stark ich dann wäre. Alles sehr Nudeln. Ein bisschen Nudeln. Entschuldigen Sie nochmal, ich habe eine Frage. Bin ich hier richtig? Ich suche, runde Schatten. Baseball. Ich suche Kopfschüsse, aber die kriege ich auch nicht. Kopfschüsse? Was machst du da? Spielst du irgendwie Counter-Strike oder so? Okay. Was ist das jetzt hier schon wieder? Oh, nein! Ich treffe ihn so nicht. Doch so fern. Alter, der Weg so ist ja treffe ich ihn denn nicht. Weit. Ist ja wirklich euer Scheiß ernst, dass ich den ganzen Weg normal latschen soll. Was? One step tot. One step closer. Ich will ihn nicht nochmal. Der Weg ist scheiße, Jore. Der war unentfassbar lang. Ja. Du bist mir eben schon auf den Sack gegangen. Mann, lass mich in Ruhe. Jetzt kommt hier auch der Frust mit rein. Mach Platz, Digga. Bus kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Guck mal, Item noch liegen lassen. Ich musste doch da lang, oder? Muss ich da lang? Das ist eine Frage. Naja. Kumpel Murmel ist auch wieder am Start. Hast du was anderes erwartet? Natürlich nicht. Ich muss gar nichts. Gab's hier noch was Cooles? Hier war ich eben noch nicht. Hier der geile Shit. Ich sehe gar nichts, okay. Ist das für eine Tür? Geht nicht auf. Golden Centipede. Nehmen wir mit. Spielestein Stufe 6. Wieso nicht? Für Lau. Die Lausteine. Kann ich hier nochmal kurz mal hier durchquetschen? Zum Glück fallen die mir nicht auf den Kopf. Da oben ist eine Murmel. Ich habe genau die Murmel gesehen. Ich muss hier raus. So, ich muss mal hier ein bisschen Ruhe wieder reinbringen. Genau, straff dich. So, was war denn eben, Kollegen? Was soll denn das? Hä? Locken wir den Drachen mal wieder ein bisschen zu uns. Hä? Ein Schild. Na, gucken wir mal. Taugt er hier? Er kann rollen. Das läuft ja schon wieder überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich kann auch so. Usch. Hä, wieso habe ich keinen Repost bekommen? Absoluter Skandal. Das ist ja ein scheiß Problem mit mir. Tschüss. Ihr macht's gut, ihr Loser. Verpiss dich. Du verpiss dich eigentlich mal. Ja, brühe nicht. Moon of Noxtella, das wollte ich doch. Das ist schlecht. Aua. Das. Ja. Nee, ich glaube, dafür bin ich nicht bereit. Nicht bereit oder nicht bereit? Sowohl als auch. Hä, wo ist denn lang? Mir reicht's auch heute an der Stelle mit Elden Ring. Da geht's raus. Ich hab den Weg gefunden. Lass mich leben, bitte. Ich hab den Weg gefunden. Und ich glaube, ich gucke dir dann eher noch mal ein Stückchen dabei zu. Was ja, ich mach jetzt nur noch die Quest. Was? Ach, der geht hier so durch lang. Okay, alles gut. So. Schnell hüpf.
Tschüss, ihr Lappen. Oh, ich dachte, ich gehe hoch, aber egal. So, aber ich sage erstmal an alle vielen Dank fürs Reinschalten. Es hat wie immer Spaß gemacht, auch wenn es nicht ganz so gut lief wie angedacht, aber beim nächsten Mal wird es wieder besser. Also in dem Sinne, macht's gut und drin ihr hauen. Macht's gut, Leute.